So, willst du noch schnell eine Klappe? Ja, ja. Brauchst du mehr auch? Die leisigste Klappe von der Welt. Was überhaupt nicht bringt für eine. So, ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Absolut. Zum Welcome, Wohl. Kilian Ziegler. Ja, vielen Dank. Zum Wohl. Und ich habe mir vorgenommen, dass wir nicht zu gross über Corona schwätzen. Finde ich super. Ja. Gar nicht mitbekommen. Hast du irgendwas gesehen? Ich weiß auch nicht genau. Ah, okay. Nee. Also, wenn wir abmachen, dass wir, falls es passiert, was müssen wir denn machen? Also, falls es passiert, dass wir uns anstecken oder dass wir darüber reden? Dass wir darüber reden. Man braucht so ein Safe-Wort. Genau. Wie wär's mit Mailand? Mailand. Mailand. Mailand ist so ein Fluchwort geworden, gell? Ja, ich weiß nicht. Irgendwie schon, ein bisschen. Was schade ist. Ja. Es ist momentan so, alles, was aus Mailand und Thailand kommt, ist nicht gut. So. Ja, das stimmt. Aber das ist gut, weil das ersetzt so normalerweise ist so alte, so ein Fluchwort, irgendwie so. Aber das kann man jetzt nicht als Safe-Wort brauchen, weil ich komme nicht her. Das heisst, dann wird es schwierig. Ja, dann der Mensch die ganze Zeit irgendwie vom Thema abkommen. Ganz kurz, wir haben ein bisschen Pause gemacht, unter anderem wegen dem, aber auch, weil der Produzente, der Christoph, ist in der Ferien gesehen. Sag schnell, Christoph, wo bist du gesehen? In Thailand! Ah! In Thailand! Scheiße! Aber macht ja nichts, weil Mailand. Richtig, ist so viel schlimmer. Genau. Zum Thema, du hast gerade gesagt, Alte. Wollen wir dort anfangen? Aus von den Alten an. Bist du mal gesehen? Natürlich bist du mal gesehen, du hast dein Programm gespielt letztens, oder? Richtig, ja. Schon mehrmals in Alten gespielt. Und, das ist mir heute eingefallen, mein Regisseur von den ersten zwei Programmen, den habe ich in Alten kennengelernt. So richtig. Wer ist denn Regisseur? Der Manuel Weingartner, der Jardin du Vin. Sagt er da etwas? Ja, das sagt er etwas. Mhm. Ah, natürlich, logisch. Ja, stimmt, auf Instagram und so weiter. Genau. Ihm habe ich auf Twitter damals geschrieben, weil er war Autor für Giacomo Müller. Dann habe ich ihm auf Twitter geschrieben und gesagt, ich glaube, du wärst gut als mein Regisseur. So. Und dann hat er zurückgeschrieben, ich glaube, ich traue mir das auch zu, etc. Und dann war er in Luzern, ich zu Basel, dann haben wir gesagt, komm, wir treffen uns in Olten. Und dann sind wir im Bahnhof Buffet, sind wir etwas trinken. Der Klassiker. Und so ist die grosse Liebschaft entstanden. Ja, das macht man viel so. Also irgendwo ist jetzt geheißen, Alte sind die Stadt, wo sich Leute treffen für Seitensprünge. Weil irgendwie halt, du bist gerade so mega, egal wo bist, das Alte kannst du einfach schnell abmachen und dann. Und weißt du was, dort sucht dich niemand. Ja, das stimmt. Vielleicht bin ich darum dort gezeugt worden. Es wird mir gerade so viel klar auf einmal. Der Kollege Mike Müller ist auch in Alte gezeugt worden, wenn ich mich richtig besinne. Gegenüber von einem alten Bordell. Das stimmt, dort ist das Spital. Also voilà. Darum, ja. Oder dort geboren, in dem Fall. Hast du dort gezeugt worden? Wo noch gezeugt worden ist, weiß ich nicht. Das weiß ich auch nicht. Bist du dort auf die Welt gekommen? In dem Spital? Ja, voll. Wirklich? Also eigentlich ist es sogar auf Trimbacher Boden, wo ich aufgewachsen bin. Mhm. Trimbach. Also das Kantonsspital Alte ist auf Trimbacher Boden. Aber das weiß niemand. Und dort bin das ich will ja niemand zugeben. Das war da niemand wissen eigentlich. Aha. Das ist so völlig belanglos. Aber dort bin ich auf die Welt gekommen und ja, wahrscheinlich habe ich gespürt, dass auch der Mike Müller auf die Welt gekommen ist. Das ist. Ja. Du aber nicht, oder? Du bist wahrscheinlich Kantonsspital. Nein, wie hat es damals geheißen? Jetzt weiß ich nicht mehr, wie sie geheißen hat. Ich weiß, wo es gesehen ist, aber ich weiß, dass das Haus so nicht mehr gibt. Aber also, nicht vis-à-vis von einem Bordell. Nein. Das ist nicht so eine Fußstelle. Vis-à-vis von einem Fixer-Parkli. / öffentliche Toilette homosexuellen Treff. Das ist mal gesehen dort. Bin gut. Der Schützer Mattpark ist bekannt für das. Und eine Zeit lang alle Inline-Skates sind dort gesehen. Du weißt, was man sagt über Inline-Skate. Es wird angezogen durch Drogen und Fixerstübli. Das geht Hand in Hand. So ist. Aber vielleicht ist es so ein ungeschriebenes Gesetz, dass einfach ein Spital muss immer neu in ein Problemgebiet gebaut werden, um das auszugleichen. Irgendwie, weiß auch nicht, keine Ahnung. Wahrscheinlich ist dort einfach dann immer mega günstig, zum Spital anknallen. Wahrscheinlich. Das könnte auch sein. Warum hast du das Gefühl, ist Alte so. Warum hat Alte den Ruf, den Alte hat? Weil ich finde es gar nicht so schlimm. Ja, ich eben auch nicht. Ich glaube, das Problem ist, die meisten kennen halt einfach den Bahnhof. Ja. Und der Bahnhof ist halt so. Das ist nicht so mega schön. Ja.
Vor allem, wenn du dann den letzten Zug nimmst und danach hat natürlich irgendwie Anschluss warten, musst noch irgendwie eine Viertelstunde auf dem sehr windigen Perron. Das stimmt, das stimmt. Ja, ich glaube, der Bahnhof ist schon nicht so das schönste Auto. Mhm. Und viele können halt einfach nur das. Und wenn du das Auto sagst, Bahnhof, logisch, umsteigen, weiterfahren. Und es hat einfach so einen dubiosen Ruf gehabt. Aber es ist wie so, das Coole ist, wenn du mal aus dem Bahnhof gehst und so ein bisschen die Leute kennst und die Bars und die Kultur. Für das, dass es eine urkleine Stadt ist, ist es eigentlich recht cool. So. Ja. Aber das ist wie überall, du musst dich halt damit befassen. So. Und du bist vom vorher besagten, wie heißt es, Trimbach? Trimbach. Bist du ganz weit gekommen bis auf heute? Ich habe gefunden, hey, irgendwann musst du einen Schritt machen. Du musst raus aus deiner Bubble, raus aus dem Dorfleben in die grosse Stadt. Und jetzt bin ich dort und es ist crazy. Es ist schon Touristen, komplett andere Welt, gell? Es ist eine andere Welt. Es ist anonym, eigentlich überall asiatische Touristen. Gut, jetzt nicht. Jetzt nicht. Mega. Oh, Mailand. 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 So, cheers. Wir können das Trinkspiel daraus machen, aber irgendwie so mit dem... mit Kaffeespiel. Ja, Schluss immer abgehypt bis zum Kaffeespiel. Ja, genau. Und das ist schon eine andere Welt. Das ist einfach glamourös auch. Unglaublich. Ist nie der Gedanke gesehen, mal wirklich nebeneinander zu anzuziehen? Liestl, Sissach, so die Gegend, oder? Ja, ich weiß es nicht. Ich bin, glaube ich, ein bisschen zu faul diesbezüglich. Also ich glaube, das Gute ist halt einfach, es ist so komfortabel. Du bist eine halbe Stunde in Bern, halbe Stunde Zürich, Basel. Es ist super angenehm. Irgendwie es ist perfekt gelegen. Natürlich. Und das Gute ist aber, du bist einfach auch schnell weg. Also weißt irgendwie so, wenn es dir dann irgendwie anschießt, wenn es langweilig wird und das wird dir eh früher oder später passieren, dann bist du sehr schnell irgendwie an einem anderen Ort. Ich habe mir tatsächlich mal für zwei Wochen also überlegt, auf Olten zu ziehen, auch von dem wegen der geografischen Lage. Ja, eh. Also von dem her, wenn du mit dem ÖV unterwegs bist, ist es perfekt. So. Ja. Aber so, ja klar, es ist, ich glaube, das Ding ist, wenn du von einer grösseren Stadt auf Alte ziehst, wird es sehr schnell langweilig, glaube ich. So, es geht nur, wenn du zu Alte geboren bist, wahrscheinlich, um dann das so richtig geil zu finden. Es ist ja, weiß nicht. Es ist ja die klassische Evolution eigentlich immer, dass du ziehst ja im Normalfall, vor allem in der triebhaften 20er Jahre, ziehst du im Normalfall in etwas Größeres. Es ist ja selten umgekehrt. Es hat niemand, ich ziehe jetzt ins kleine Dörfli. Das stimmt, aber es kommt so mit Mitte 30 dafür. Genau. Also dafür kommt wieder so Rückzug und dann ist Familie und Bauernhof und Landleben und so. Was eigentlich lustig ist, eigentlich müsste so hure viel, ich warte darauf, dass so die Hipster ironisch auf Alte ziehen. Das hat es doch irgendwie noch gegeben. So, das hat es einfach noch nicht gegeben. Oh, weißt du, wie geil. Ja, weißt du, irgendwie, ja, es geht. Mit dann haben sie alle so ein Anker-Tattoo unter dem Auge ja, genau. Und den hure Bart und so. Nein, so ein SBB-Tattoo. Das ist das Alte, oder? Ist so... Hat keinen Hafen. Oder wie I Love NY, hast du denn irgendwie... Gibt es eine Abkürzung für Alte? Selbstverständlich, die beste. Yeah. OL und S10. Alten. Ah, Leute, weißt du, wie schön? Weißt du, wie schön das denn aussieht? So da, I, OL yeah. Und 10. I, Herz und dann OL, 10. Du kannst ja das OL und das 10 untereinander tun. Ja, dann hast du noch wie ein Quadrat. Voll gut. Richtig geil. Alten. Ja. Sparst tatsächlich ein Zeichen mit dieser Abkürzung. stimmt. Aber dafür gewünscht ein Kopfschütteln. Wenn du sagst, all ten. So. Das ist wieder DJ And One. Ah. Hat er auch eine Zeit lang gemacht. Aber dann hat er gemerkt, dass And so geil am Eis in Eis, ja. Also auch Verdoppelung ist. Es ist am Eis. Ja. Am Eis. Am 1-1. Oder Amazing 1. Wir sollten mal einen Kreativ-Workshop zusammen machen. Ich habe das Gefühl, das kommt gut. Aber das Krasse, ich habe das Gefühl, es haben auch schon alle aufgehört, den Podcast zu hören. Ich glaube auch. Schön an die beiden, die dabei sind. Danke vielmals. Ja. Wahrscheinlich unsere Eltern oder so. Ich weiß nicht, wie die Eltern drauf sind, aber... Meine Mutter hört wirklich regelmäßig. Dann hört sie mal an, gibt Feedback. Ich finde es mega schön. Ist sie zufrieden? Ja, sehr, sehr. Okay. Ja. Ein lieber Gruß, Frau Mutzwecher. Sie wird sich sehr freuen. Ja, sie wird sich sehr freuen. Sehr gut. Weil ich glaube, sie wird mittlerweile auch in jedem Podcast einmal erwähnt. Schon? Ja. Also bei Marco Rima ist sie sehr präsent gesehen. Stimmt. Weil sie Film geschaut hat. Habe ich gehört. Bei dir ist sie jetzt auch präsent, weil sie wird dich mega lustig finden. Ja, aber das machen doch alle. Also, nein, ich weiß nicht. Aber also, ich merke auf jeden Fall so, dass ich vorweg noch, das muss ich einfach noch gesagt haben, eigentlich heisst es ja Alte. So. Aber ich sage immer, wenn ich mit dem Zürcher rede, sage ich immer Alte. Weil immer, wenn ich Alte sage, wird ich auch nicht verstanden.
Wirklich? Ich habe jetzt gemerkt, dass ich jetzt die ganze Zeit Alter gesagt habe und eigentlich ist es Alte, aber das klingt irgendwie so viel schöner. Es geht ja dann fast schon ins Alte. Ja, so ja. Wie, so wie Dude, ja. Weißt du? Hey Bro, Alte. Darum ist ja nicht verstanden, so, wo kommst du her? Ja, aus Alte. So, was? Ja. Was? So, darum, ja. Wo kommst du her? Aus Alte? Alte? Ja. Ja? Alten. Ha. Aber ich kann auf jeden Fall sehr viel über Alte reden, ohne dass man viel gesagt hat, habe ich gemerkt. Das ist definitiv so. Ich glaube, das kann man über fast alles. Das stimmt. Wenn man es richtig macht. Ja, unser Job eigentlich. Ich kann sagen, so, viele haben eine Karriere daraus gemacht, über Sachen reden, ohne viel gesagt zu haben. Weil das finde ich eigentlich das Faszinierendste, wenn ich zum Beispiel eine gute Nummer sehe von jemandem aus dem Comedy-Bereich. Also zum Beispiel in Schottland habe ich mal einen gesehen. Und wenn du es dann eben nachher probierst zu erzählen, dann sagst du, der hat eine Viertelstunde über eine Brotpfanne geschwätzt. Dann kann sich niemand so etwas darunter vorstellen. Aber es ist dann halt einfach wirklich, der hat eine Viertelstunde über eine Brotpfanne geschwätzt. Und es ist halt eine Analogie gesehen zu Beziehungen. Und da ist so in einem Alter, wo man findet, wenn er jetzt sich eine neue Brotpfanne kauft, dann muss es schon die richtige sein, weil er will nicht nochmal eine kaufen danach, etc. Sehr schön. Und das ist schon, ich glaube, Teil von unserem Job, das möglichst Belangloseste zu nehmen und viel daraus zu machen. So. Absolut. Darum bin ich also Fan von dir. Danke. Hast du gerade gesagt, dass ich einfach sehr viel belanglos mache? Ist das so? Du bist bis jetzt der belangloseste Gast. Ah, das finde ich schön. Das find ich. Nein, ich habe geschaut, was du noch hast. Da hat es viel, viel dabei war. Aber von wegen Dialekt, wenn wir schon dabei sind, ich habe die ganze Zeit Brotpfanne verstanden. Ja. Yeah. Also Brot, weißt du, mit Brot. Was ist eine Brotpfanne? Ich weiß aber auch nicht, aber es ist einfach so direkt eine, zum sagen, eine Bratpfanne. Ja. Das habe ich dann nachher schon irgendwie interpretiert. Aber was ist eine Brotpfanne? Du machst das Brot falsch, es gehört in den Ofen, nicht in die Pfanne. Darum sage ich Alte zu Zürich und nicht Alte. Genau. So. Das ist ja ein bisschen dein Dialektproblem. Oder Vorteil? Der Vorteil. Es ist, wir haben es kurz vor einer Woche davor gehabt, dass wenn du jetzt zum Beispiel ins Schauspiel würdest wählen, und so grosse Fernsehserien oder Schweizer Kinofilme würdest du machen, dann wäre dein Dialekt ein Traum. Weil das ist das, was sie sich bei jedem Casting wünschen. Dass wenn ich zum Beispiel sage, Brotpfanne, dann sind alle schon, sind alle schon dunkelrot hinter der Kamera und denken, nein, das können wir nicht nehmen. Sorry, kannst du ein bisschen mehr so Bahnhof-Buffet Ulte machen? Ja. Und wenn man das dann ankriegt, dialektmässig, damit alle sich ein bisschen wiedererkennen im Dialekt und aber gleich ein bisschen abgewiesen fühlen, dann ist es eigentlich perfekt. Schön gesagt. Und mein Problem ist, ich habe so einen mega unsauberen alten Dialekt. Das heisst, selbst mein Misch an Dialekt, das ich habe, ist ein Gemisch. Mhm. Also ich habe viel Aargau drin und viele sagen, ich sei irgendwie luzernerisch unterwegs. Das heisst, ich bin nicht mehr so oldschool, alten Dialekt-mässig unterwegs. Gut, viele Leute meinen ja auch, dass Alte im Aargau ist. Das stimmt. Du nicht, oder? Nein. Sondern? Ich weiss, dass es im Kanton Watt ist. Sehr gut, du bist der Erste, der es weiss. ja. Wir haben so die Vaudois, so, haben wir kultiviert. Yeah. Im Bahnhof bin ich für alt, aber viele wissen das nicht. Darum, ja. Findest du das belanglos? Ich finde es mega nicht belanglos. Ich habe gerade überlegt, du könntest schreiben, Bahnhof Büff 8, all 10. Okay. Ja. Es wäre super. Es wird unsere Street Credibility definitiv krass. Nein, Alte ist natürlich im wunderschönen Kanton Solothurn. Korrekt. Und Solothurn hat auch eben dialektisch so ein bisschen überall Einfluss. Ja, voll. Aber Alte ist nicht die Hauptstadt vom Kanton Solothurn, wie man könnte vermuten, obwohl es die grösste Stadt ist. Mhm. Und Solothurner, die haben aber innen noch so ein bisschen, die sind näher beim Berner Dialekt. Das ist noch interessant. Ja. So, und Grenchen interessiert eigentlich niemand. Das sind so die drei Städte, die wir haben. Siehst du, Grenchen hätte ich jetzt nicht mal als Stadt wahrgenommen. Es ist, glaube ich, schon eine Stadt. Mhm. Das wäre auch etwas für Hipster. Das sind Hardcore-Hipster, ziehen dann auf Grenchen. Weißt du wie? Oder so, die sich so mega, wie sehen wir, keine Ahnung, die Selbsthassenden, so die Emos. Anstatt dass man sich ritzt, geht man auf Grenchen wohnen. Ich weiß es nicht. Ich weiß einen mega guten Berater für so Wohnungssuche. So. Life-Coach, du bist ein perfekter genau. Life-Coach. Sag mir, wie dein Leben ist. Ich sag dir, du musst auch nicht sein. Du willst dich verletzen, geh auf Grenchen. ganz genau. Du bist Hipster, geh auf Alte. Ja. Also, warte, ich sag dir, wo du musst hinziehen. Was beschäftigt dich momentan? Was mich beschäftigt momentan? Abgesehen vom Mailand. Abgesehen vom Mailand?
Ja, was beschäftigt mich? Ein bisschen mein nächstes Programm. Von was handelt es? Ungefähr. Es heisst Stand auf. Und es kommt jetzt eigentlich, eben gerade in meinem Kopf kommt es langsam schön zusammen. Weil, das kennst du sicher auch, man hat eine Grundidee. Und die hat man schon mega früh. Und dann nachher im ganzen Prozess drin, findet man die Grundidee auf einmal überhaupt nicht gut. Und sagt so, oh nein, wieso habe ich das? Nein, das geht nicht. Und ich muss jetzt alles umändern. Und lieber so und da. Und dann gehst du so mega den Umweg, damit du dann auf einmal, und in dieser Phase bin ich jetzt gerade, so von weitem die Grundidee wieder siehst und sagst, hey, der Umweg, der kann sich eigentlich gut verbinden mit der Grundidee. Und doch, das mache ich. Und in einem Monat sage ich dann wahrscheinlich wieder auf keinen Fall. Aber jetzt bin ich gerade in der Phase, wo ich so, weißt du, du bist irgendwie vielleicht effektiv im Programm, geht es vielleicht um 10 Sekunden. Ja. Wo ich jetzt auf einmal finde, oh, die 10 Sekunden passen perfekt so und so. Und danach findet man die Grundidee wieder mega toll. Logisch. Und es ist natürlich clever, weil, ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist, aber Stand auf ist ja mega nahe bei Stand-up. So ist es. Du hast es gecheckt. Und das geht zum Beispiel eben nur mit, nicht nur, aber das geht sehr gut mit dem Basler Dialekt. Das stimmt. Also bei uns weiss ich nicht, steh auf. Und steh auf, ja. Und so dann gibt es noch Stahn auf. Das ist Zürich mehr. Stimmt. Ja. Aber was ist jetzt schon wieder? Was sagen Ostschweizer? Die stehen gar nicht erst auf, die sind voll. Die sind am Bratwurst essen und bleiben sitzen und finden aufstehen. Aber das war die Idee gewesen, dass das wenn ist man, jetzt das mega alles gewesen. Sorry, liebe Ostschweizer. Ich kenne aber sehr viele Leute aus Ostschweiz. Das ist kantonalistisch gesehen. Das ist kantonalistisch. Aber es ist spannend, was du sagst, weil ich habe mein aktuelles Programm, ich bin mit einem Pianisten unterwegs, Samuel Blatter, wo wir schon das dritte Programm haben und unser aktuelles Programm handelt von, im weitesten Sinn, halt von Kommunikation und so von Briefen schreiben. Und ich bin so der mega Nostalgiker und fand, ja, Briefe, das beste Thema überhaupt und so weiter. Yeah. Und dann hat es sich ein bisschen sexy verpackt, nicht irgendwie so, ah, jetzt kommst du mit dem ewig alten Zeug hinführen, sondern es hat sich ein bisschen modern, dass man dann daherkommt und mir gefunden, hey, super Thema, super geil. Und dann fährst du mal verschreiben und dann irgendwie hast du das Plakat und hast den Titel, du hast Prämie, du hast alles. Yeah. Und dann irgendwann findest du so, ah Mann, was für ein verdammtes Scheiss-Thema. Wer will das hören? Wieso? Ich will doch nicht irgendwie jetzt ein halbes Jahr mit dem blöden Thema. Und dann, ja, ich weiss genau, was du meinst. Man kommt so in seine Krise rein und irgendwann. Aber es ist wieder so, jetzt versteht und jetzt, um es aufführen, finde ich so, ist cool. Aber das ist wirklich so, am Anfang ist so eine Idee, wo du findest, die beste Idee überhaupt. Und du hast so die Anfangs-Euphorie und dann irgendwann ja, ist die weg. Erklär mir mal ein Phänomen, warum Menschen, die aus dem Poetry Slam kommen, aus der Slam Poetry, so gut ausgesehen, ja, und immer mit einem musikalischen Bühnenpartner unterwegs sind? Das ist eine gute Frage. Einfach zum Kaschieren, das möchte gar nicht so gut sein. Nein, das Ding ist halt so, im Slam, ich kann nur von mir reden. Yeah. Und ja, das Ding ist halt, im Slam hast du halt so die 6-Minuten-Texte. Du hast normalerweise immer so ein Zeitlimit im Nacken und alles, was du sagen musst, musst du halt in 6 Minuten sagen. Und wenn du ins Final kommst, am gleichen Abend, kannst du einen zweiten Text machen an 6 Minuten. Das heisst, irgendwie so die Kurzform ist halt etwas typisch Slammerisches irgendwie. Mhm. Ich meine, Stand-Up-Comedians haben das ja auch. Du hast halt einfach irgendwie so die Bits und die sind zwischen, keine Ahnung, 3 bis 10 oder was auch immer Minuten. Aber dort merkst du halt nicht, weil es halt irgendwie sehr fließend funktioniert. Und irgendwie habe ich einfach damit angefangen, dass ich, als ich das erste Programm geschrieben habe, irgendwie so allein, weiß ich nicht, aber es ist verdammt langweilig, ist einfach Text an Text an Text oder irgendwie selbst, wenn es irgendeinen roten Faden hat. Und habe es irgendwie einfach gefragt, um mich so ein bisschen entlastet irgendwie. Und irgendwie so ein bisschen Musik ist gut für die Leute, können sie durchschnaufen, irgendwie noch irgendwie so einen anderen Zugang. Statt einfach 13 Texte. Ganz genau, sie sind einfach nur 12 plus noch 2 Songs. Ja. Und lustig, wie das erste Programm hat eben irgendwie von Aperos gehandelt. Das hat, wenn ich finde, sehr schön Titel gehabt, The Phantom of the Apero. Und wir haben dann einfach irgendwie halt 90 Minuten über Aperos geredet, was ich doch irgendwie recht lustig finde. Weil was ist schweizerischer als ein Apero? So, nicht einmal der Federer. Und dann habe ich gefunden, ja, es braucht natürlich noch irgendeinen Apero-Pianist. Also weißt, rein inhaltlich hat das einfach irgendwie auch Sinn gemacht. Und ja, wir haben das halt irgendwie gut verstanden. Und dann fand ich, ja, das nächste Programm eh wieder zusammen. Weil manchmal ist es einfach langweilig, allein aufzutreten oder auf Tour zu gehen. Yeah. Und jetzt ist das dritte Programm. Ich fand, ja, warum nicht? Machen wir noch weiter. Aber es gibt auch viele Slammer, die allein auftreten. Gabriel Vetter, Renato, Kaiser, Lara Stoll und so weiter. Ja gut, der Gabriel macht jetzt Stand-up. Das stimmt. Ja. Aber ich glaube, es ist schon so ein bisschen das Phänomen bei den Slammer, das stimmt.
Es ist mir einfach wirklich so aufgefallen, weil eben noch nie ein Stand-Upper gesagt hat, ich brauche jetzt noch eine musikalische Begleitung. Vielleicht haben Stand-Upper einfach schlechtere Gagen und möchten sie nicht 50-50 machen. Ja, sicher. Wir haben definitiv. Slam hat einfach so horrende Gagen, dass sie finden, hey, was mache ich mit all dem Geld? Gut, aber weißt du, was natürlich ist? Slam, also ich sage nicht Slam an sich, aber Slam-Poetry ist natürlich sehr beliebt bei Kulturkommissionen und so. Selbstverständlich. Das stimmt. Und? Aber es ist wirklich so, dass halt irgendwie, ich meine, das Kleinkunstpublikum ist ja eh 50 plus Lehrerinnen und Lehrer und Sozialpädagogen und Heilpädagogen, also alles in die Richtung. Und ja, die haben schon irgendwie gewisse Affinität zu Slam und finden so, oh, hey, was du mit dieser Sprache machst und so, das ist spannend und so. Und dann gibt es noch ein Apero und dann so, es ist wirklich so und darum irgendwie, ja. Ich bin fasziniert, weil ich bin null in der Kleinkunst und Kulturkommission ins Masse, in dem Permafrost einfach nicht vorhanden. Ja. Wie bist du zum Slam gekommen? Ah, das ist eine originelle Frage, würde stellen, hat noch niemand gestellt. So. Dann stell dir halt etwas anderes, genau. Aber ich weiß es wirklich nicht. Wolltest du noch wissen, ob ich davon leben kann? Du könntest mich noch fragen, ob... Nein, aber es ist auch eine gute Frage. Es ist berechtigte Frage. Ich stelle sie ein bisschen anders. Okay. Ich stelle sie jetzt ein bisschen anders, weil das ist das, was mich wirklich interessiert. Bist du zum Slam gekommen, weil du immer gefunden hast, ich will irgendwann etwas auf der Bühne machen und du hast dann die Kunstform entdeckt und denkst, ich probiere es mal mit der und das ist es? Oder ist für dich immer klar gewesen, wenn, dann mache ich nur etwas mit Text, wo ich dann irgendwie kann performen? Weil zum Beispiel bei mir aus eigener Erfahrung, zu der Zeit, als ich angefangen habe, hätte ich müssen, Poetry Slams machen müssen, weil es hat nichts anderes gegeben. Und wenn ich Drang auf die Bühne habe, dann müsste ich das machen. Für mich ist aber immer die Kunstform Stand-Up klar gewesen. So, jetzt habe ich oft viel länger gehabt für eigentlich die gleiche Frage. Das stimmt. Nein, es ist anders gewesen. Ich habe einfach mir überlegt, so, wie kann ich möglichst viel Zeit mit 50-jährigen Lehrern verbringen? Und dann dachte ich, entweder wird die Lehrer selber, weißt du, aber dann, das Problem ist ja, dann bist du die ganze Zeit im Schulzimmer, ab und zu ein bisschen im Lehrerzimmer. Mhm. Das heisst, Quality Time mit den Lehrern ist sehr beschränkt. Kaffee lang eigentlich. Lieber ein Apero. Ja. Ja, voilà. Und von der Kleinkunst, weil dann kann ich meinen Lehrerfetisch voll kultivieren. Aber um noch ernsthaft zu antworten, ist eine gute Frage gewesen. Nein, danke vielmals. Es ist lustigerweise, sehr gern, es ist lustigerweise, weniger über das Textenschreiben gesehen, als vielmehr einfach über das Wollen auf die Bühne stehen. Mhm. Also ich habe noch irgendwie so in meinen Teenie-Jahren so an der Kante irgendwie das Gefühl, ich möchte Musik machen, wo ich nicht möchte weiter vertiefen. Und haben dort halt irgendwie so ein paar Gigs gehabt mit der Band und so weiter. Und das habe ich irgendwie immer geil gefunden, auf der Bühne zu stehen. Was hast du gespielt? Das ist egal. Ich Klavier. Okay. So. Ist auch gut, dass ich es so gemacht habe, weil man kann sich gerade vorstellen, wie es aussieht, wenn ich Klavier spiele. ja. Mit der Klauenhand. Ja. Genau, absolut. Ja. Und also auf der Bühne habe ich mich schon geil gefunden. Und ein Kollege hat mich einfach mal mitgeschleift von so einem Slam, das ist irgendwie, keine Ahnung, 13, 14 Jahre her. Und gesagt, das könnte ihn interessieren. Und ich habe mich für unsere Band so ein Newsletter geschrieben. Hat irgendwie so recht lustige, absurde. Und irgendwie die Leute sind nie an den Auftritt gekommen, aber ich habe gefunden, die Newsletter sind lustig. Und von dem ich gewusst, so die Wortspielereien und so, das irgendwie, finde ich irgendwie geil. Und ich habe mir dann, als ich so das Slam-Dings gesehen habe, insofern recht geil gefunden, weil es ist halt extrem unmittelbar. Also wenn du irgendwie zum Beispiel ein Newsletter oder eine Kolumne oder irgendetwas schreibst, dann gibst du das irgendwie ab, schickst es fort und du hast kein Feedback. Im besten Fall und wenn, dann irgendwie ein paar Tage später. Beim Slam hast du automatisch, wie im Stand-up auch, erzählst du etwas Lustiges, die Leute lachen, erzählst du etwas Lustiges, es ist aber nicht gut, lachen sie nicht. Also du hast gerade irgendein Feedback. Ja. Und das habe ich irgendwie geil gefunden, dass es einfach wie ein Dialog ist. Dass nicht einfach vorne jemand ist so, hey, ich bin wichtiger als alle anderen, die müssen wir zulassen, nochmal der Watz und irgendwie... davon muss ich Mühe geben. Yeah. So. Und irgendwie das Wechselspiel habe ich recht geil gefunden von Anfang an. Und ich fand, hey, ich probiere es einfach mal aus. Hat es wieder in Slams geschaut. Und am Veranstalter von dem Slams alten, ein Mail geschrieben. Yeah. All 10. Bahnhof, wie ist es? Bahnhof Buffet. Buffet. Das hat so etwas Sophisticated. Buffet. Lovely. Darling, let's go to the Bahnhof Buffet. How lovely. And have an after eight. Yeah, sorry.
Item. Mhm. Ja, und ich habe dann ein Mail geschrieben, hey, ich will gerne mitmachen im Slam, was muss ich machen? Yeah. Und gesagt, ja, komm jetzt, wir müssen bring einen Text mit, du bist vom Line-Up. Und ich fand, ja, geil, muss aber noch einen Text schreiben. Und ich habe eigentlich mich zuerst angemeldet und dann einen Text geschrieben, was sehr absurd ist irgendwie. Findest du? Ja, ich weiß nicht. Normalerweise denkst du, hey, ich schreibe gerne Texte, so, ich würde das gerne mal präsentieren. Und ich habe gefunden, ich will gerne mal auf die Bühne stehen. Und ich merkte, ich muss für das noch beschreiben. Also, mir ist es genau gleich gegangen. Weil ich glaube, erst dann hat man den Drang. Also, ich bin so ein Mensch. Ich brauche eine Deadline. Ja. Also, auf ins Freie raus, passiert nicht viel. Ja. Aber wenn klar ist, 1. November ist Premiere, oder? Doch, ich glaube, 1. November ist damals gesehen. Dann ist es so, okay, jetzt kreieren wir etwas. Ja, ja, es ist noch krass gewesen, weil ich hatte irgendetwas geschrieben, irgendeinen komischen Text, wo ich habe ihn irgendwo noch, aber ich kann ihn nicht lesen, weil ich einfach denke, oh Gott, ich glaube, es war recht schlecht gewesen. Und dann bist du halt irgendwann Freitag oben, zu alt in der Schütze, irgendwie 300 Leute oder so, und dann denkst du so, jetzt könnte ich daheim auf dem Sofa sitzen oder mit Kollegen irgendwo in einer Bar und irgendwie, nein, aber ich bin jetzt hier, ich habe mich angemeldet, ich kenne die Hälfte vom Publikum, warum tun wir das an? Und aber nachher auf der Bühne war es super gewesen. Ich bin zwar irgendwie, ich habe in einem Mittelfeld gelandet, aber es ist schon geil, wenn du etwas selber schreibst, irgendwie am Nachmittag vor dran und die Leute reagieren darauf. Und dann habe ich irgendwie gewusst, ja, das ist es. Yeah. Gerade irgendwie 1000 andere Slams angemeldet. Und das ist jetzt 12 Jahre her. Januar 08 habe ich angefangen. Schon aber ich bin keinen Tag gealtert. Schau nochmal auf die Close, wenn du ein bisschen... Ja, die Seite ist gut. Vorher. Ach, oben? Ja. Okay, sehr gut. Ich muss ein bisschen aufschauen, damit man das Ding nicht sieht. Ja, genau. Okay, ich bin jetzt wieder wie der gealtert. Aber darum stellst du deine Haare auf. Wahrscheinlich hast du aber einfach so eine Schlucht und du tust es so auf. Du meinst so ja. Trump-mässig? Ja, genau. Das hättest du auch sagen, das ist ein bisschen zu böse. Aber, Nein, ich habe tatsächlich, mein Coiffeur sagt, ich habe erstaunlich viel Haar für... mein Alter. Und er hat gesagt, du bist jünger als ich. Mach mich nicht fertig. Nein, er hat gesagt, dass Haar bei den Männern gehen genetisch über den Grossvater. Das heisst, wenn du, und zwar der Grossvater mütterlicherseits. So. Also wenn du die Grossvater mütterlicherseits anschaust, so ist dein Haarwuchs. Das heisst also, wenn mein Grossvater stirbt, dann bekomme ich einen Glatzen über. Instantly. In dem Moment. Habe ich es richtig verstanden? Genau. Okay. Genau so ist es. Ja. Das macht total Sinn. Absolut. Nein, wie viel Haar hat dein Großvater? Jetzt gerade? Ja. Yeah. Er lebt nicht mehr. Ah, er lebt nicht mehr. Okay. Darum müsste eigentlich meine Theorie nicht aufgehen. Nein, dann geht sie nicht auf. Das ist eine Perücke. Ich habe so von haar.org. Keine Ahnung. Aber du hast so kein... So bin ich zum Poetry Slam gekommen. Genau, du hast keine Minute gealtert seit 2008. Genau. Und hast aber schon immer das Ziel gehabt, in dem Fall bei diesen Slams, lustige Texte absolut zu präsentieren. Absolut. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt neu anfange, vielleicht würde ich auch mit Stand-up anfangen. Also was ich mache jetzt, wenn ich mache, ist immer schon irgendwie so in dem Graubereich zwischen Slam und Stand-up und Kabarett irgendwie so. Yeah. Kann man gar nicht so genau trennscharf sagen, irgendwie, ich mache nur Slam oder nur Stand-up oder so. Yeah. Aber wahrscheinlich damals, wie du sagst, dann ist Stand-up nicht irgendwie ein Ding gewesen. Das ist relativ, also in der Schweiz zumindest, relativ ein neues Ding so. Klar hat es auch schon gegeben, irgendwie, aber halt nicht irgendwie, wo man selbstbewusst gesagt hat, hey, ich mache Stand-up und so weiter. Dann ist es halt irgendwie einfach Comedy oder so gewesen. Ja, vielleicht, wenn ich jetzt anfangen würde ich vielleicht mit Stand-up anfangen. Weil eigentlich im Prinzip, die Mechanismen sind die gleichen. Du stehst vorne, machst etwas Lustiges und willst, dass die Leute lachen. Genau. Also logischerweise jetzt, wenn du bei einem von den Comedy Clubs dabei bist, wo wir machen, dann ist das ein Stand-up. Also dann stehst du nicht an mit einem Fötzel und sagst, so, ich habe jetzt dann das mitgebracht und ich habe jetzt das mitgebracht. Total. Also es ist so, eben im Prinzip, aber das Material ist das Gleiche. Also ja. Irgendwie, genau. Dann, ich glaube, ich bin der glücklichen Lage, dass so, das, was ich mache, recht flexibel ist in beide Richtungen. Und es ist noch krass, weil andere Slammerinnen und Slammer, die machen einfach auch ernste Sachen, was total legitim ist auf einer Bühne, auf einer Slam-Bühne. Aber das hat mich irgendwie nie gereizt, nur ernste Sachen zu machen. Also wenn ich etwas Ernstes mache, dann will ich das halt einfach lustig verpacken. Yeah. Das ist quasi so die Message, was auch immer, irgendwie halt lustig an die Leute bringen. Ich finde, wieso, wenn die Leute lachen,
dann kannst du ihnen viel mehr etwas mitgeben, als wenn du sagst, ja, hey, ich kläre jetzt die Welt und jetzt wird es traurig und bla bla bla. Ich finde es auch mega schlimm, persönlich, gefällt mir nicht, wenn jemand Message sagt, Message, und dann wieder etwas Lustiges. Ja, ja. So, und jetzt aber wieder Message, ja. Sondern ich find's viel eleganter und schöner, wenn man es irgendwie ineinander rein verpackt. Ja. Und das sage ich, wo immer am Schluss irgendeine blöde Message noch los wird. Ja, aber ich finde so, ja, ich glaube einfach lustige Sachen haben einfach einen schlechten Ruf. Also weißt, ich finde, wieso manchmal wirst du nur schon, oder wird man nur schon irgendwie abgekanzelt, weil man etwas Lustiges macht. Aber es wird überhaupt nicht ernst noch. Ja, total. Aber ich finde so, warum sollte jetzt irgendwie Lachen eine schwächere Emotion sein, als jetzt irgendwie betrübt sein oder irgendwie nach... Weißt du, also ich finde, wieso, da muss man nicht irgendwie a priori sagen, ja, Lachen ist eh nicht... ist jetzt weniger intellektueller, weiß ich nicht was. So. Kommt halt darauf an, wie es machst. So, logisch. Und ich glaube, es kommt auch sehr darauf an, was es für Lacher sind, sozusagen. Ja. Weil heulen, wenn du heulst, dann heulst du einfach. Da gibt es nicht wirklich verschiedene Stufen. Bin fertig mit mir. Bist fertig? Willst du nachher noch einen Kaffee? Ich nehme nachher sehr gerne. Also, wir machen nachher eine kleine Kaffeepause. Heulen ist eigentlich on oder off. Und oh, nein, es gibt noch das, wo einfach so eine Träne mega langsam oben runterläuft. Ja. Wie der Filme. Genau. Zum Beispiel, wenn, keine Ahnung, hinter dir irgendwas explodiert oder so. Das sind die schönen Heuler. Das sind die schönen Heuler. Und ich bin ja kein schöner Heuler. Ich bin so eine... Das klingt wie eine mega schlechte Basler Fasnachtsklicke. Jetzt kommen die schönen Heuler. Die schönen Heuler. Die grusigen Heuler. Die grusigen Heuler. Es gibt sicher irgendwie Luftheuler oder was so. Was hast du in der Hand? Hast du meine Brotpfanne? was soll ich mal sagen? Nein, aber grundsätzlich, Heulen ist on-off. Und Lachen gibt es. Es gibt einfach so ein Überraschungslachen. Aber das Ziel, wo zumindest ich habe bei vielen Sachen, ist, dass das Lachen, wo man sich nicht mehr erholt. Ja. Wo wirklich, und das ist schon nochmal eine andere Stufe. Ja, das weiß ich nicht. Also ich glaube, es ist auch noch krass, wenn du jemandem einfach mit einem Text kannst zu Tränen rühren. Mhm. Ob es jetzt geht oder nicht. Also ja, es geht schon. Das ist schon. Nein, das ist natürlich auch krass. Also ich würde nicht sagen, das ist jetzt weniger... Nein, also so meine ich es gar nicht. Okay. Ich meine mehr... Also jetzt für dich einfach meinst du, oder wie? Oder ich meine mehr, dass es beim Lachen gibt's wahrscheinlich mehr verschiedene Stufen als beim Heulen. Ja, ja, das glaube ich auch. Das also wahrscheinlich ist es so, du brauchst halt schon rechte Schwellen, die du musst irgendwie übertreten musst, damit du irgendwie halt grennst oder so. Ja. Im Lachen kannst du halt schnell irgendwie jemandem so ein Aha und so. Das meine ich. Absolut. Vom Schmunzler bis zum eben, ich erhole mich nicht mehr und kriege keine Luft mehr und es wird noch lustiger. Nein, er hört nicht auf, oh mein Gott. Ja, und ich liebe das so, wenn so gewisse Übungen oder gewisse Auftritte einfach wie so eine Eigennamik bekommen. Weißt du, es ist genau gleich Material und du merkst einfach, es gibt so Übungen, wo einfach jeder Joke oder jede Pointe, jedes Wortspiel gibt noch einfach einen oben drauf im Lachen. Am Schluss irgendwie, du musst gar nicht mehr etwas sagen, du kannst einfach irgendwie blöd schauen oder irgendwie selber lachen. Und die Leute steigern sich so irgendwie aufwärts. Und das ist irgendwie schon cool, wenn so gar nicht kannst sagen, ja gut, irgendwie die Pointe führt jetzt zu der Reaktion, sondern es ist jeder oben beim genau gleichen Material extrem unterschiedlich. So. Obwohl du meiner Meinung nach auf der Bühne auch einer von denen bist, der eher frei sich bewegt und ist. Im Sinn von, du hast zwar das gleiche Material, aber das kann ja dann, es ist wie Jazz, das geht dann mal ein bisschen mehr in die Richtung und mal ein bisschen mehr in die Richtung. Und das Thema wird nicht immer genau gleich gespielt. Ja, das stimmt. Also ich glaube, ich kann relativ gut so aufs Publikum eingehen und so ein bisschen da oben. Je nach oben so ein bisschen reagieren. Mhm. Das stimmt schon. Aber das ist auch, wenn es ein schlechter oben ist oder so, dann merkst du auch, dass es dann nicht immer so easy läuft. Also gut, das ist ja mega selten, meistens ist super. Bei dir ja auch. Nee, aber es gibt so, keine Ahnung, und dann ist es so das Gefühl, es tut sich auf oder gegen oben irgendwie spielen. Also ja, auch schon irgendwie, wenn du einen schlechten Auftritt hast, warum auch immer, gibt es ja vielleicht manchmal, dass dann einfach auch Selbstbewusstsein mega darunter leidet. Und ich habe das Gefühl, Selbstbewusstsein ist die halbe Miete. Wenn du da hinstehst und du hast ein paar Lacher, dann kannst du einfach spielen, dann wirst du locker und so weiter. Yeah, so. Yeah. Das entscheidet sich relativ schnell. Manchmal schon vor dem Auftritt, wenn du das Publikum anschaust, denkst du irgendwie, heute wird es schwierig, weil es halt einfach irgendein Corporate-Gig ist. Wo ja, und die schmecken das. Absolut, absolut. Ich habe mal einen Auftritt gehabt. Ich befürchte, dass ich nicht mehr zu dem zurückkomme, was ich eigentlich sagen wollte, aber ist egal. vor ein paar Jahren,
wo mich einer gebucht hat, wo mich an einem anderen Auftritt gesehen hat, der super abgegangen ist, auch mit Renato zusammen. Wirklich so ein super geiler Auftritt, einfach auch so ein Firmenanlass, einfach jeden Satz eine Pointe. Mhm. Ich sagte, hey, ich habe etwas für dich. Und ich habe mich gerade irgendwie on spot fürs Nächste gebucht. Und zwar war es so eine Eröffnung von einem Restaurant, von einer Kantine, von einem sehr bekannten Detailhändler, wo eine Kantine irgendwie umgebaut hat und das ganze Gebäude. Und dann haben die Handwerker, die das umgebaut haben, dort das Essen gehabt. Und ich hatte dort mein Ding, so, mit Auftragstext sogar noch. Und der, der mich gebucht hat, weiss genau, was ich mache. Also der weiss genau, ich mache so das und das und so weiter, das kann man von mir erwarten. Und ich komme dort hin und ich habe genau gewusst, als ich hergekommen bin, keine Chance. Yeah. Die wollen dort ihr Essen essen und die wollen dort ihr Bier trinken und eine gute Zeit haben. Mhm. Was ich auch möchte, wenn ich in diesem Kontext dort gewesen wäre, aus Besucher oder so. Und die wollen jetzt nicht irgendwie noch einen, der jetzt halt 20 Minuten irgendwelches Zeugs verzählt. Und dann kommt der, der mich gebucht hat und sagt, ja eben, er hat dann selber wahrscheinlich gemerkt, dass es nicht so eine gute Idee war. Mhm. Aber du kannst dann schon so ein bisschen an der Gürtellinie, weißt, und so ein bisschen schenken. Und ich sage, hey Mann, weißt du einfach, was ich mache? Irgendwie so. Auftragstext? Ja, ein Auftragstext. Du hast 10 Minuten über Brotpfanne gehabt. Über Brotpfanne. Einfach so mit Hefe und mit Mehl, wie man das Brot in der Pfanne gemacht hat. Und ich habe wirklich angefangen. Und ja, von Anfang, ich habe schon vor dem ersten Mal gewusst, es wird einfach Augen zu und Türen. Und es war ein sehr gut bezahlter Auftrag. Mhm. Und ich habe einfach gemerkt, es interessiert sich Scheiß. Es hat ein paar Lacher gehabt. Der eine hat vorne so ein Glas genommen und hat dann so Musik gemacht mit dem Glas. Die anderen haben angefangen zu reden und so. Und eben, ich habe 12 Jahre Erfahrung auf dem Buckel und dann habe ich irgendwie, keine Ahnung, 10 Jahre Erfahrung gehabt. Und ich, keine Ahnung, ich glaube, einigermaßen weiß ich, was ich mache, aber dann stehst du da vorne und du redest und du denkst einfach nur, okay, was für ein Register kann ich noch ziehen, damit es nicht, dass irgendwie noch irgendeinen Lacher bekommst. Mhm. Das mit Stand-up probiert, das mit Text, mit Gedichten, mit Leuten ansprechen, keine Chance. Gut, andere stehen auf der Bühne und denken sich, jetzt habe ich die Miete gezahlt, jetzt habe ich die Krankenkasse gezahlt. Ja, nachher bin ich, es war in Solothurn, ich habe gewusst, an dem Abend ist noch ein Slam in Solothurn. Mhm. Parallel haben dann angerufen, hey du, ich komme noch auf ein Bier vorbei, kann ich noch einen Gastauftritt machen? Einfach zum Ego pushen. Ohne Scheiß. Ich bin ja gewusst, hey, ich brauche irgendetwas, ich einfach irgendwie ein Bier braucht. Dann gewusst, ich muss dort irgendwie. Und ich bin auf der Bühne und habe dort irgendwie so einen Special Guest Auftritt gemacht, so irgendwie. Weil die, die das organisieren können, ja gut. Und dann habe ich gefunden, okay, gut, ich kann es noch. Ja, und von dem nicht der Mojo. Mojo verloren. Absolut, absolut. Und wie sind wir jetzt drauf gekommen? Ich weiß es nicht mehr. Wegen auf der Bühne frei sein und wenn es oben gut läuft und wenn es oben nicht so gut läuft. Genau. Weil meine Erfahrung ist, ich mache es jetzt 6-7 Jahre so. Und meine Erfahrung ist, dass. Und du bist keine Sekunde gealtert. Und keine Sekunde. Nein. Schau mal meine Haarlinie an. Sorry. Mein Coiffeur nimmt hier sogar extra ein bisschen weg. Das ist spannend, weil das interessiert mich gar nicht. Aber. Jetzt hast du den Kaffee ausgeleert. Jetzt habe ich den Kaffee ausgeleert, wegen dem. Fuck. Machen wir nachher gerade eine kleine Pause. Was ich noch schnell will erzählen, und dann höre ich auf. Ist guter Kaffee übrigens. Gell? Ja. Ich finde den eben auch noch gut. Ja. Könnt bald ein Sponsor werden, Christoph. Schauen wir an. Ja. Tassimo. Tassimo, okay. Tassimo in einem Becher. Das ist ein absolut bescheuerter Name. Bechimo heissen. Ja, ich bin ja eh dafür, dass man in den Mutze Becher kreiert, weißt? Aber genau. Ja. So wie oder du irgendwann in einem Zieglerhaus musst wohnen. Das stimmt. Wie wär's mit der Mutze Becher und unten steht «The Joel must go on». Oh Gott. Oh, das ist fast so schlimm wie dem, was Kiko mir mal gesagt hat. Nämlich? Da hat er gesagt, hey Brudi, wenn du etwas trinkst, nimmst du den vom Mund zum Becher. Okay, nice one. so in den ersten 2-3 Jahren, wenn ich dann einen Corporate Gig hatte und er ist nicht gelaufen, dann ist eben so das Selbstvertrauen ist so komplett zusammengefallen und dann ist einfach, zwar der Text ist von mir aus noch plus minus der gleiche gewesen, aber er ist wirklich einfach vorgeschwätzt gewesen. Es ist wirklich einfach so, ja bla 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 bla, da, wo einfach, du probierst wie gar nicht mehr, weil du hast innerlich aufgegeben, du merkst, es lässt keine Sau zu, so. Und mit der Zeit habe ich gemerkt, dass ich trotzdem so performen kann, wie wenn jetzt die Leute mega abgehen würden. Und irgendwie
fühlst du dich nachher dann auch besser. Ja. Weil du einfach findest, ich has ja richtig gemacht. Absolut. Ich habe alles gegeben, was ich konnte. Und ich habe mich nicht von den äußeren Einflüssen einfach zusammenstauchen. Weil genauso wie du irgendwie Küchenhandwerker, Cafeteria-Handwerker hättest du bespaßen sollten, habe ich das mal gehabt bei einer auch handwerklichen Firma. Mhm. Und das sind einfach alle Handwerker, die sind an dem Weihnachtsessen gesehen. Und wirklich die Hälfte davon hat kein Deutsch können. Ja. Und dann weißt du auch schon, Gift, so. Dann weißt du auch schon, es wird schwierig. So, ja. Oder? Und der Chef, der mich bucht hat, hat mich auch mal gesehen an einem Auftritt, hat eigentlich auch gewusst, was ich mache. Und er hat mich dann auch schon wirklich sensationell angesagt. Er kommt auf die Bühne und sagt, jetzt kommt ein, der sagt von sich, er sei der beste Komiker auf Erden. Ah, oh, fuck. Okay. Und ich so also den Kopf geschüttelt, so nein. Und er so, ah nicht, ja. Dann kommt jetzt ein, er sagt von sich, er ist der schlechteste Komiker auf Erden. Hm. So, also das ist der Start. Das Opening. Und danach lege ich los und am Anfang so ein bisschen und dann merkst du halt auch, es ist eh so eine große Lagerhalle gesehen und da geschwätzt und dort und es wird immer unruhiger und die sind eh schon für sich. Und danach hat wirklich, ich habe gewusst, ich muss, was, ich glaube 30 machen oder so. Ich bin bei Minute 24. Und dann kommt eine so langsam zur Bühne gelaufen, macht das so mit der Hand. So offensichtlich, dass ich sie muss ansprechen. Und ich so, oh, was passiert jetzt? Und dann sagt sie, wie wär's, wenn wir ein bisschen Pause machen und Musik hören? Und ich so, oh nein. Also, oh nein. Und sie dürfen das entscheiden, weil es ja dann auch wichtig, vertraglich und so. Du darfst schon nicht abbrechen, sie von mir aus schon. Und sie, ja, ein bisschen Musik hören. Und dann habe ich gesagt, ja, aber also Pause, ich komme dann nachher nicht mehr. Also ich spiele jetzt mein Ding und wenn ihr nicht mehr wollt, dann höre ich jetzt auf. Und sie, ich glaube, wir hören auf. Und das ist mein Schluss gesehen. Oh, gut. Und ich so, gut, in dem Fall. Und dann kommt der Chef wieder und die Geisterschaft, und er sagt, du, weiß auch nicht, vielleicht Dialekt oder so. Ja, du, kommst gut heim. So. Und dann hat mir einer gesagt, eben, sie machen jedes Jahr, buchen sie jemanden, wo man nicht versteht, sozusagen. Ja. Und dann habe ich gesagt, weißt du, wenn ich es gewusst hätte, ich könnte ja auch Hochdeutsch spielen und so. Und er so, nein, es geht nicht um das. Ja. So, dann hat er gesagt, vor zwei Jahren ist der Rob Spence da gesehen, da habe ich nicht mal ich verstanden. Okay. Dann habe ich gesagt, okay, also ich verstand es. Aber du, eben, gute Gage. Absolut. Und die machen das immer wieder. Ja. Das ist für die einfach normal. Die sagen, komm, buche. Weil ein Zauberer würde noch Sinn machen oder halt eben etwas Physical. Weil ja. Rob hat dann seine Physical Comedy rausgehauen und das hat funktioniert, logischerweise. Klar. Aber ich finde so, das Ding ist dafür, wenn so eine Gig funktioniert, habe ich hohe Freude daran. Also ich finde, wieso, natürlich klar, wenn du irgendeinen Comedy Club oder irgendwie, wenn du irgendein Programm spielst, wo die Leute Eintritt zahlen, natürlich ist das Geilste, was du irgendwie hast, keine Ahnung. Das ist eine andere Liga oder eine andere Qualität. Aber ich liebe das auch, wenn ich irgendwie an einen Corporate Gig oder an irgendeine GV oder irgendwas gehe und keine Sau weiss, wer ich bin. Vielleicht ein paar haben von mir gehört, keine Ahnung, weiss, kann ich nicht, je nachdem, wo ich spiele. Und die Leute haben gar keinen Bock, dass irgendwie eine Unterhaltung kommt. Weißt, die wissen einfach, hey, ich will jetzt ein Apero oder ich will irgendwie essen oder irgendetwas. Oder? Das heisst, es wird irgendjemand die Idee geben, komm, wir buchen einen Slammer oder so. Und dann kommst du hin und du merkst einfach, so, die Leute sind kritisch. Aber wenn du dann die Leute bekommst, so, und in den allermeisten Fällen funktioniert das ja gut, und dann die Leute nachher kommen und finden, hey, das ist zu geil, ich hätte nicht können und so. Mhm. Also wenn quasi unter schlechten Vorzeichen, unter schlechten Bedingungen die Leute kannst abholen und dann zu der guten Gage, wegen dem machen wir es ja, einfach ein Feedback, dann finde ich es geil. Wenn wirklich so einfach die Leute, die nicht wegen dir gekommen sind, kannst packen. Und es gibt ja andere, absolut, die nie würden so einen Auftritt machen würden, die nie einen Geldauftritt machen würden, weil sie finden, es ist Sellout oder ich habe das nicht, bla bla bla. Mhm. Ich liebe das, weil ich finde, das ist die viel größere Herausforderung, als wenn Leute für mehr 30 Stutz Eintritt zahlen und eh schon mal positiv gestimmt kommen. Ja. So. Darum irgendwie, ich finde, das immer so eine Herausforderung. Und von darum ist mir immer klar gewesen, dass ich einfach einen Auftritt machen kann. Ich verstand es absolut, weil das empfinde ich allein schon, wenn ich in Deutschland auftritt. Ja. Weil dort kennt mich auch keine Sau. Und du bist eben zum Beispiel im Quatsch Comedy Club mit wirklich Urgestein und massiven Überprofis, die einfach das
bis zum geht nicht mehr beherrschen. Ja. Und dann ist es eben auch, die musst du dann auch zuerst gewinnen. So. Ja. Und ich verstand es absolut, weil Corporate Gigs können genau gleich sein. Und es ist dann, vor allem ist mir dann stolz, weil, eben, wie du auch gesagt hast, du überlegst dir, welche Register kannst du ziehen. Ja. Also in den ersten paar Jahren hast du eh nur so und so viel Material und dann musst du halt auf das rauslassen. Aber mit der Zeit, wenn du dann eben ein paar Schubladen hast, kannst du dir dann nachher auch eingestehen und sagen, hey, ich habe das gut gemacht, weil ich habe das Publikum richtig gelesen. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, zum Beispiel ein Gig für einen grossen Energy-Drink-Hersteller. Und dann habe ich gemerkt... Rivella. Ja. und dann habe ich gemerkt, ah shit, die sind ja noch mal jünger, als ich erwartet habe. Und dann hat halt schnell alles umgestellt. Gesagt, das spielen wir nicht. Das interessiert dich doch ein Scheissdreck. Das und das spielen wir auch nicht. Dafür noch die WC-Geschichte rein. und es ist super gelaufen. Ja. Und dann bist du auch so ein bisschen... WC-Geschichte, ja? Super gelaufen. Läuft. Hashtag läuft. Ja. Genau. Ja, aber das Ding ist also, mittlerweile, wenn man es länger macht, das ist vielleicht auch keine, wenn es mal nicht gut sollte laufen, mittlerweile kann ich glaube ich auch bei einem Auftritt, der vielleicht ein bisschen harzig ist, gleich einfach an das Selbstbewusstsein aufrechterhalten und einfach mein Ding durchspielen. Genau. Und wir einfach merken, hey, keine Ahnung, die haben keinen Plan, oder die wollen mich zwar nicht zulassen, aber hey, ich mach das, was ich mache, ist gleich gut. Weißt du, yeah. Irgendwie denkst du auch so, hey, ich habe gestern einen verdammt guten Auftritt gehabt, dort und dort, und ich habe das und das gewonnen und bla bla bla. Mhm. Das ist jetzt halt einfach irgendein Job. Und auf der Bühne, ich glaube, es braucht auch lange, um einfach so einen Auftritt während dem Auftritt können einordnen. Weißt du, am Anfang ist es wie so, ah shit, irgendwie funktioniert nicht. Und dann bist du irgendwie so ein bisschen deprimiert. Aber mittlerweile kann ich einfach an einem mittelmäßigen Auftritt wieder das ab und ab spielen und einfach im Sinn von ausstrahlen, dass ich es irgendwie gleich voll dahinter stehe. Und das irgendwie so, das ist jetzt sehr kompliziert. Was ich wollte sagen ist, Joel, mach weiter. Nein, gib nicht auf. Ich gebe nicht auf. Nein, ich weiß auch nicht. Ja. Nein, aber das ist definitiv so, weil ich glaube... Aber ich merke auch, als du den Kaffee ausgeleert hast, habe ich gemerkt, hey, das ist ein Profi. Nicht lang irgendwie daran gekadert, nicht daran irgendwie... Du hast einfach weitergemacht und so mache ich es auf der Bühne. Ja, aber das musst du... Genau, total. Das musst absolut. Wir tun dann nachher noch putzen. Ja, hoffentlich. Wenn du durchwischen. So. Nein, aber das wirklich abschließend zu dem Thema. Ich glaube, das ist ja auch das, was man irgendwann auch anfängt zu akzeptieren. Weil in den ersten zwei, drei, vier, wie viel auch immer Jahr, hat man ja wieder Erwartung, die schlechten Auftritte, in Anführungs- und Schlussstrich, eben die, wo mal irgendwie Symbiose mit dem Publikum nicht so funktioniert, die hören ja irgendwann auf. Ja. Und irgendwann kommt die Erkenntnis, nein, überhaupt nicht. Und das hat nicht damit zu tun, wie gut du bist oder wie schlecht oder etc. Sondern dann können dir eben Leute, die seit 40 Jahren auf der Bühne stehen, können dir erzählen, ja, jetzt gerade gestern ist ganz schlimm gesehen. Und dann ist es auch wurscht, ob es 500 Leute sind oder 50. Ja, absolut. Und ich glaube, allein schon mit deren Erkenntnis und deren Akzeptanz bist du dann viel, viel sicherer in dem Ganzen. Fall. Dass dann einfach nach einer Woche kannst du dann wirklich sagen, also am Dienstag bin ich in einem kleinen Comedy-Club gesehen, 30 Leute, stimmig bis übermorgen, Weltklasse. Mittwoch Corporate Gig, sehr geil gesehen, erstaunlich. Ja. Donnerstag dafür irgendwie solo, 200 Leute, absolut beschissen. Ja. Und am Schluss sagst du dann, ja, ist eine normale Woche gesehen. Also, super. Es hat einfach zu mir alles dabei. Oder? Ja. Und das Gute ist ja, ich finde ja so, im Rückblick, die schlechten, die wirklich schlechten Auftritte, und zum Glück sind das ja die wirklich, wirklich schlimmen, sind ja wenige, sehr, sehr wenige. Aber die erinnert man sich im Rückblick irgendwie doch noch gern so. Also wenn ich mir also die drei, vier schlimmsten Auftritte denke, das sind einfach auch gute Stories. Also irgendwann, mein Ziel ist immer einfach mal so von verschiedensten Künstlern und Künstlerinnen, egal welche Sparte, ihre schlimmsten Gigs irgendwie zusammenzutragen und irgendeinen Blog oder ein Buch oder irgendetwas zu machen. Mhm. Weil da kommen Geschichten zusammen, aber nur schon irgendwie, keine Ahnung, eben auch bei irgendwie gestandenen Leuten, weil jeder hat mal einfach einen schlechten Auftritt gehabt und zum Teil absurd immer. Irgendwie. Ja. Also ja, das würde andere Podcasts füllen, jetzt so irgendwie. Aber, My worst show. Ja, total. My worst showcast. Was war dein allerschlimmster Auftritt gewesen? Ich bin eigentlich auch guter Podcastleiter. Ich stelle dir Fragen, mache ich gerade. Joel, du bist auch kein Tag gealtert seit dem ersten Auftritt. Hat es einen Tag gegeben, wo du gealtert bist? Bei einem ganz, ganz schlimmen Auftritt. Ich muss dazu sagen,
das Problem ist, du hast ja vorher gesagt, es interessiert dich nicht. Das heisst, du stellst vielleicht Fragen, aber... Habe ich gesagt, dass es mich nicht interessiert? Wegen der Haarlinie. Ach so, aber nur das? Nur das. Ich interessiere mich sehr fest für dich und dein Leben. Ich nur die Haarlinie schwer. Ist etwas, was ich muss sagen... Die Haarlinie ist aber ein schwerer Bestandteil von meinem Leben, muss ich sagen. Sicher? Ja. Ja. Das wäre auch ein guter Titel für ein Buch. Die Haarlinie... Ein schwerer Bestandteil von meinem Leben. Joel von Mutzenbecher. Ein Ratgeber. Ich finde es noch schwierig, der schlimmste Auftritt. Oder ein unvergesslicher Auftritt negativ gesehen. Ich kann das sonst mir erzählen. Yeah. Ich eigentlich, du hast eigentlich nur gefragt, damit du deinen kannst erzählen, gell? Selbstverständlich. Weißt du, wenn du Fragen nicht stellst, die ich gerade höre, dann stelle ich Fragen via dich. Das gut. Ist so eine Interviewtechnik, die ich habe. Sehr gut. Möchtest du einen Kaffee? Machen. Nein, das war jetzt gerade mein Punkt gesehen. Machen wir eine kurze Kaffeepause und dann erzählst du von deinem schlimmsten Auftritt. Weil das ist ein Punkt, wo man gut Pause machen kann. Das stimmt. Also. Deal. Oh Mann. So. Mega lange Pause gesehen. Wie hat sie sich für dich angefühlt? Wunderschön. Das freut mich. Aber ich hatte sehr viel Sehnsucht gehabt, zum Weitermachen. Mhm. Genau, was die Leute nicht wissen, wir haben jetzt eigentlich 3 Wochen Pause gemacht, weil es einfach keinen Kaffee mehr gehabt hat. Es ist ja jetzt eigentlich schon Herbst 2021, wo wir das aufnehmen. Und weißt du noch damals, wo es das Mailand-Ding gegeben hat? Unglaublich. Das ist, ja. Und jetzt schwätzen wir darüber und sind eigentlich schon tot. Crazy. Mhm. Erzähl von deinem schlimmsten Auftritt. Ich bin mal so zu Gast bei einem Podcast und wir haben über den Tod geredet und über... das ist ganz genau. Das ist sehr schlimm gewesen. Nein, ich habe mal... Es gibt so 2 Hauptfavoriten. Ich erzähle, glaube ich, ich weiß nicht, welcher schlimmer war. Also, darf ich eine Reihenfolge machen oder noch? Genau. Erzähl beide und... Ich versuche so kurz zu fassen wie möglich. Also das eine war... Wir haben Zeit. Ja, das stimmt. Aber es ist 2021. Ich habe seit einem Jahr nicht mehr gegessen. Ich habe Hunger. Das Nein, ist, weil du keine Brotpfanne hast. Stimmt, genau. Hättest du dir daheim können Brot machen. Ein guter Film wäre Brotpfanne und Spiele. Das ist die Fortsetzung von Brot und Spiele. Item. Auf jeden Fall, ich habe gerade ein blödes Wort mit Pfanne Goch überlegt, aber das ist blöd. Jetzt wird es Brotpfanne Goch. Es wird ganz, ganz schlimm. Du willst nachher auch sagen, das war der schlimmste Podcast gewesen, wenn du gefragt wirst, so, der aus Alten mit der schlechten Wurstböse kommt. Nein, die schlechte, die strahlen wir nicht aus. Alles klar. Also eigentlich ist es nur so ein Screen-Test. Du hast einfach jemanden gebraucht, der Mikrofon iPad. Ich schicke dir den dann. Das ist gut. Dass du das Gefühl hast, er ist draußen. Clever. Aber der wird nie ausgestrahlt. Das ist gut, weil ich weiss nicht, wie YouTube und Spotify funktionieren. Genau. Zum selber nachschauen. Ja, du sagst, ich finde ihn nie. Und ich so, doch, da ist er ja. Schick dir immer das Video. Sehr gut. Auf Spotify finde ich nicht und dann schicke ich das Video. Und, das ist der Spotify-Link. Genau, der Link ist einfach so eine mega lange URL und am Schluss Spotify. Ja, genau. Das ist doch. Also, erzähl mal. Item. Also der Endauftritt war bei so einer Gartenmesse. Und es waren eigentlich 3 Tage. Der erste Tag war eine Gala. In so einem Garten, irgendein Gartencenter, wo du irgendwie so hast können Pflanzen und irgendwelche Wegsteine und Zeugs und Sachen, um halt die Garten verschönern, kaufen. Und sie haben ein 3-tägiges Opening gemacht. Und der erste Tag war eine Gala gewesen, in einem Festzelt mit einem Kollegen zusammen, mit Fibi Reichling, einem guten Slam-Kollegen von mir, wo wir zusammen Schweizmeister geworden sind, im Team übrigens, den ich aber nicht gerne erwähne, weil das ist mega nach Bluffen. Darum sage ich jetzt nicht, dass ich auch noch ein Schweizmeister geworden bin. Item. Ja. Und wir haben zusammen dort einen Auftritt gehabt, halt vor den Leuten. Das war echt cool gewesen, alles entspannt. Und am Tag darauf wäre gesehen, dass ich gegangen wäre, solo. Und am Sonntag, also 2 Tage später, der Fibi. Also quasi einfach so ein gutes Programm zusammengestellt, alles. Und, auch zugeschnitten in Text? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Das war einfach so ein Repertoire. Und das ist Ewigkeiten her. Da bin ich irgendwie ganz, ganz frisch mit meiner Agentur gesehen. Irgendwie ist einer der ersten Auftritte, die ich für meine Agentur gemacht habe. Das habe ich auch noch müssen, so ein bisschen Bringschuld erweisen und so. Ich fand, okay, gut, ich muss einen guten Auftritt machen, damit ich auch irgendwie einen guten Eindruck mache in meiner Agentur. Und dann bin ich hergekommen, eben einen Tag nach der Gala, gefunden, ja, es wird sicher easy, Gala ist cool gewesen und so weiter.
Und als ich eben hin bin, das war eigentlich öffentlich gewesen. Das heisst, die Leute haben, irgendwelche Besucher, Kunden, haben sich eine Gartenausstellung angeschaut. Und in dem Festzelt hätte ich alle volle Stunde 10 Minuten machen. Also quasi um 1, um 2, um 3 und um 4. Immer 10 Minuten. Was? Und das Ding war auch, ich bin nicht angekündigt worden. Niemand wusste, dass der volle Stunde, dass ich überhaupt komme. Yeah. Und die Leute sind natürlich ins Zelt, um ihre Bratwurst gegessen und irgendwie, um irgendwie mit ihren Kindern irgendwie ein bisschen Spiele machen, weiß eh nicht was. Das heisst einfach, mein Auftritt war schon mal nicht irgendwie announced gewesen oder so. Und ich bin halt gefunden, ja komm, easy, mach's einfach mal. Und dann bin ich hin, vorne hin gestanden, auf der Bühne. Die Leute sind zuhinterst hinten, nahe beim Grill, haben halt irgendwie ihre Bratwurst gegessen. Schon mal sehr, sehr schlechte Voraussetzungen. Und dann habe ich angefangen, ja, keine Ahnung, Finanzierung, bla bla bla, ich mache Slam Poetry und so weiter und so fort. Es hat ein paar Störfaktoren gegeben. Auf der linken Seite ist so eine Frau gesehen, aus Klon verkleidet, die so Ballontier gefaltet hat, während meinem Auftritt. Yeah. Und auf der anderen Seite ist der Globi gesehen, der Autogramm gegeben hat. Das heisst, einfach neben mir sind einfach mal sehr viele Kinder gesehen, die nicht gewusst haben, dass etwas passiert und sehr, sehr laut gewesen sind. Die Leute hinten haben einfach... Der Globi hat Autogramm gegeben. Ja, natürlich. Der Globi darf ja nicht reden. Weil sonst würde die Kinder ja checken, dass... ja, das ist klar. Ja. Das halt, ja, irgendwie. und einfach die Leute haben nicht checken, was will der da vorne? Und haben mich angeschaut, wie irgendwie so ein Volldepp, der jetzt auch noch irgendetwas will sagen. Und dann hast du zuerst noch müssen erklären, was ist Slam Poetry? Selbstverständlich. Mhm. Und es hat einfach niemand interessiert. Die Technik ist kacke gewesen, weil, das ist wirklich wahr, auch 20 Sekunden ist das Mikrofon noch so 1,5 Sekunden ausgesetzt. Oh, also wirklich einfach so, das ist das Schlimmste. Ja. Und es ist einfach so, jeder Auftritt ist einfach wie gewusst, ich muss jetzt noch 4-mal oder ich muss noch 3-mal. Yeah. Und es ist so, es ist wirklich, es klingt jetzt gar nicht so brutal, aber da ist einfach links ist der Globi oder so, oder rechts und links ist irgendwie, auf der anderen Seite ist irgendwie die Ballontier. Es ist so absurd, es ist sehr, sehr absurd gewesen. Und es ist eben sehr, sehr früh in meiner Karriere gewesen. Und darum, ja, das ist sehr speziell fürs Selbstbewusstsein. Wahrscheinlich ist hat es da ein Feedback gegeben vom Gartencenter denn an die Agentur? Nein, überhaupt nicht. Und mein Kollege, der Phoebe, ich hoffe, er ist mir nicht böse, wenn ich das erzähle, ist am nächsten Tag hin. Und es ist ihm eh nicht so gut gegangen, also gesundheitlich. Und er hat gefunden, so, ich glaube, es lohnt sich nicht, ich bin krank. Also er hat vorher schon gesagt, er ist nicht fit. Und der Veranstalter gefunden, ja, das macht eigentlich eh keinen Sinn. Und ich habe mich huere aufgeregt, wirklich so, natürlich habe ich den Gage bekommen und alles, aber ich fand, hey Mann, hätte ich vielleicht das auch machen. Aber nein, rückblickend ist es gut, dass ich es gemacht habe. Jetzt fällt also mir einer ein, es war nicht ein Auftritt gewesen, aber es war wahrscheinlich das Absurdeste gewesen ever. Erzähl noch deine zweite. Die zweite ist vielleicht, ich wollte nicht beeinflussen, aber vielleicht ist das fast noch schlimmer gewesen. Ja, musst du jetzt, weißt du, damit die Leute dranbleiben. Natürlich, selbstverständlich. Ja. Steigerung. Damit deine Mami weiter schaut. Nein, irgendwie, ich habe so Swisscom Shop. Darf man das sagen? Okay, ein grosser Telefonanbieter. Nein, also, sag nur Swisscom. Okay, Swisscom. Ich persönlich habe ja Sunrise, aber du kannst gerne Swisscom sagen. Ah, okay. Ja. Ich bin immer noch bei Swisscom. Das heisst, irgendetwas haben sie gleich noch richtig gemacht. Nein, sie haben gefunden, sie machen... Ja, du kannst nicht anrufen zum Wechseln, weil sie ja immer Ausfall haben. Stimmt. Ja, egal. Egal. Nein, sie haben im Swisscom-Shop haben sie gefunden, hey, wir machen in der Adventszeit, machen sie an 3 Tagen irgendwie Christmas Stories. Das heisst, an 3 verschiedenen Tagen in der Adventszeit, wo die Leute nichts anderes möchten im Swisscom-Shop, als natürlich Stories zuhören. Nicht irgendwie im Weihnachtsstress gehen, Nattels kaufen oder so. Die Leute sind entspannt, die Leute sind voll easy beste drauf. Zeit? Genau. Ja. Wir möchten sicher am Sonntagverkauf irgendwie Geschichten hören. Das ist wie geil. Super. Ja. Und dann war irgendwie am einen Tag bin ich gewesen. Ich habe, glaube ich, die Eröffnung gemacht. Ein Sonntag drauf Lara Stoll und ein Sonntag drauf Edrit Hasler. Also alles Leute aus unserer Agentur. Ich meine, den Sonntag drauf jetzt gar nicht mehr. Spoiler, aber es stimmt. Ja. Ich bin der Erste gewesen, ich bin hergekommen. Und ich habe gesagt, ja, ich bin der Künstler, bla bla bla, ich bin hier, wer ist meine Kontaktperson? Niemand hat Ahnung gehabt. Wirklich niemand. Ja, ich kann mal fragen und so, ich frage mal den Chef und so. Und einer so, ja, irgendjemand hat irgendetwas mitbekommen, dass irgendetwas gedacht war. So, okay, gut, machen wir. Kommt einer und sagt, sie möchte das Abo wechseln. Ja, ja, wirklich, ohne Scheiß, etwa so. Und ich habe auch irgendwie 2 Aufträge gehabt, irgendwie so, keinisch, am 2 und am 3, weißt du gar nicht. Sonntagnachmittag. Die Leute sind mega im Stress, irgendwie auch im Durchdrehen vor Weihnachtszeit. Und dann so, da ist halt irgendwie so mein Termin, oder mein Startings näher gekommen. Und ich sagte, ja, eben, werde ich noch angekündigt oder so? Oder ist irgendwie Technik? Oh ja, Technik haben wir nicht und so. Aber wir können eine Ankündigung machen. Und dann einfach eine über so die Dilly,
Lautsprecher, weißt du, wie sie wenn gesagt haben, ja, wir haben eine Aktion, keine Ahnung, zwei mhm. Natal Frey so, ja, eben um zwei Slam Poetry, Kilian Ziegler, ja, so. Also, weißt du, einfach auch irgendwie, niemand hat es gehört, niemand hat es interessiert, sie hat dann irgendwie gesagt, ja, hure geil, Laser und bla bla bla. Und einfach, ich wusste, es wird eh eine Alibi-Übung. Und ich bin halt in dem Ecke gestanden, ohne Mikrofon, irgendetwas, und einfach gesagt, ja, ja, hallo zusammen, kommen wir doch näher, ich erzähle jetzt irgendwie, bla bla bla. Und ein paar haben so vielleicht 10 Sekunden gelost und sind halt weiter. Ja. So. Aber eine Familie hat es gehabt. Eine Familie, irgendwie so ein Pärchen mit zwei Kindern, die so an dem Tisch, es hat einen Tisch gehabt, so einen Stehtisch, gestanden sind und zugelassen haben, mega gebannt. Und haben gefunden, komm, okay, ich mache es für die, mache jetzt einfach den besten Auftritt, den sie erlebt haben. Nach diesen vier gebe ich alles und so. Und die haben eigentlich recht gebannt zugelassen, nicht wirklich viel gelacht und so weiter. Aber die sind da gewesen, die haben mich supportet und haben gefunden, hey, das ist geil. Und dann nach dem Auftritt habe ich mit denen ein bisschen reden und dann ist rausgekommen, die haben gar kein Deutsch können. Die sind aus Anstand, die haben nur Italienisch können und sie waren aus Anstand dort und haben einfach so gemacht, als würde sie interessieren. Und niemand anderes hat sie interessiert. Und ja, dafür ist die so richtig gut. Und dann habe ich gefunden, ja, ich warte jetzt mal, bis jemand sagt, dass ich den zweiten Auftritt machen soll. Und irgendwann, es hat nie jemand etwas dergleichen da, ist dann der von der Eventagentur gekommen, der die Idee hatte mhm. und wo ich buchte und fand, ja, es war mal ein Versuch wert gewesen. Wir mhm. hatten eine Idee gehabt und ja, sorry, dass es nicht so gut rausgekommen ist und du dürftest jetzt hey. Und dann sind aber auch alle anderen Auftritte abgesagt worden. Eben, schon. Ja. Aber darüber reden hilft. Aber es ist einfach so... Therapiestunde. Ich glaube, das Schlimmste ist, der Grund, warum die Auftritte so schlimm waren, ist nicht, dass es nicht angekommen ist, sondern einfach, dass man niemand zulassen wollte. Ja. Ich glaube, das ist das Ding. Du machst etwas und die Leute denken, du machst es, weil du willst profilieren. Weißt du, die haben das Gefühl, ah, jetzt steht eine Ecke und findet, der will sich jetzt profilieren. Mm. Dann will sie sagen, hey, da, schau mich an, irgendwie so, ich mache jetzt eine Darbietung. Und das ist, glaube ich, das Schlimmste, wenn die Leute so anschauen, so, ah, was will jetzt der so? Und ich, du bist gar nicht ernst genommen als Künstler, aber wenn du irgendwie, keine Ahnung, bei einem Corporate-Gig kennenstehst mit Ankündigung, ja, jetzt kommt der und der, und du machst 20 Minuten Set und die Leute sind auch desinteressiert. Das ist nicht so schlimm, weil irgendwie du hast gleich die Aufmerksamkeit gehabt. Aber wenn du gar nicht die Chance hast, dass die Leute überhaupt dich zulassen können, von Anfang an, ich glaube, das ist das, was die Auftritte so schlimm gemacht hat. Ich habe das ich noch glaub, nie beleidigt. 50% ist ja wirklich einfach das Wichtigste, meiner Meinung nach, bei irgendwelchen Corporate Gigs ist, Die Haarlinie, absolut. Dass man jemanden hat, der einem ankündigt. Ja. Das ist so ultimativ wichtig. Ja. Weil eben sonst ist es wirklich, ich stelle mir vor, ich bin jetzt an einem Sonntag in einem Swisscom-Shop. Wieso auch immer, ich bin ja bei Sunrise. Und du willst wechseln? Du willst insgeheim wechseln? Ich spüre das. Nein, der Roger Federer ist bei Sunrise. Also, er macht Werbung dafür. Der Kilian Ziegler ist bei Swisscom. Oh! Du siehst etwa so, auf welcher Ebene das mich sehe. So, Federer. RF. Ach, der ist bei Sunrise in der Wechsel. Oh, du hast blöde Initialen, merke ich gerade. KZ, ja. Ja, es nicht ja, ja. Mm. Du hast JVM. Ja. Dummerweise so gibt es eine sehr renommierte Werbeagentur, die jegliche URLs mit dem Kürzel. Und JVM, der Musiker, James Vincent McMorrow. Oh. Kennst du den? Ist das nicht, der ist super. Ist das nicht JVMM? Eigentlich schon. Eigentlich schon. Aber er hat, nennt sich, glaube ich, nochmal ein JVM. Okay. Scheiße. Ich habe mir gedacht, ich bin so unique mit JVM. Aber es ist ein bisschen besser als KZ. Das ist, glaube ich, so, ja. Also ich stelle mir vor, ich bin in einem Swisscom-Shop am Sonntag und dann steht einer auf so einer, wahrscheinlich nicht einmal Bühne, sondern und so. Und jetzt KZ. Ich habe mir mal überlegt, so bei den Auftritten, weißt du, hinten so Leuchtbuchstaben, Kilian Ziegler. Und bei den kleinen Gigs hat nur die Initialen. Und dann kommt so KZ und dann kommt so Rauch und Zeugs und Sachen. Und dann habe ich gefunden, das ist ganz, ganz schlecht. Aber, meine Tür klingeln, ich bin so bekannt und so glamourös, offensichtlich, dass einfach nur drauf steht, you know. You know, ding dong. You know. Das wäre aber eine Ansage. Das wäre doch eine Ansage. Ich bin so bekannt, dass mein Name falsch geschrieben ist bei meiner Türklingel. Ohne Scheiß. Aber von dir? Du hast das ausgefüllt? So. Nein, eben nicht. Ah. Was steht denn? Jael. Es steht I-Punkt von Mutzenbecher anstatt J. Hm. Weil ich glaube, sie haben es... Mein J haben sie gefunden, das ist ein ganz altmodisches I. Das hat mir damals so geschrieben. Egal.
Mir ist eingefallen. Möchtest du darüber reden? Nein, es ist okay. Es ist okay, ich zügle bald. Ah, okay. Mir ist eingefallen, dass dort habe ich noch nie, Comedy gemacht, sondern habe bei Dinner-Krimi mitgespielt. Kennst du das? Nicht. Ja. Ich weiß nicht. Also ich kenne so Krimi-Dinners, so die Spiele. Genau, so. Ja. So, okay. Und Dinner-Krimi ist genau das. Okay. Du hast 3-4 Gänge, je nachdem, und dazwischen gibt es Theater. Ja. Und das ist öffentlich sehr erfolgreich, gibt aber logischerweise auch dort den Corporate Gigs. Ja. Und ein davon ist gesehen für die VBZ, Verkehrsbetriebe Zürich, mit insgesamt 600 Leuten. Und darum haben sie dann die großartige Idee gehabt, wir splitten das in mehrere Geschäftsessen. Es sind nicht alle 600 aufs Mal, sondern im Uto Kulm auf dem Mittelberg Zürich, ich glaube 3 oder 4 Mal. Ja? Und wir sind immer Doppelbesetzung gesehen. Dass eben zum Beispiel die einen haben dort gespielt und die anderen haben dort gespielt, aber das gleiche Stück. Und dann ist unsere Doppelbesetzung hat schon dort gespielt gehabt. Und dann kommt irgendwann so 2 Tage später das Telefon und sagt, könntet ihr die nächste Show auf dem Mietliberg spielen für die VBZ? Und wir so, ah, wir sind ja eigentlich nicht für das eingeplant. Ja, aber die anderen wollen nicht mehr. So. Was schon mal gute Voraussetzung sind. Ist das der schlimmste Gig übrigens? Ja. Yeah. Okay, ja. Und wir so, okay, du, wir sind gespannt, sagen wir jetzt mal. Und hat sich herausgestellt, das sind hauptsächlich Handwerker, Gleisarbeiter etc. Und Apero auf dem Idliberg am 5. Sie haben aber schon jetzt Mittag gehabt, am 12. Und dann bist du wirklich bei der Apero-Szene, wo du halt eben die unter die Leute mischen musst, und dann haben wir so Namenskärtchen verteilt, sind die einzelnen Schauspielerinnen und ich, haben wir dort stehen und die Leute empfangen. Und wir sind so dort in der Rolle und dann siehst du wirklich wie aus dem Film, wie The Walking Dead. Siehst du so den Idliberg langsam drauf. 200 Orks, die seit am Mittag sich die Lampe so etwas von knallhart gefüllt haben und einfach so, so langsam zu dem Uto Kulm torkeln. Und wirklich, mit denen hast du zum Teil nicht mal reden. Die sind irgendwie so eine Fetzel genommen. Und dann ist es losgegangen. Dann hast du mal dort spielen. 200 Leute, was für unverstärkt, ohne Mikrofon, 4 Schauspieler, eh schon eher das Maximum ist. Plus offene Küche. Weil es ist ja mega schick und cool, wenn du siehst, wie sie da Sachen flambieren und so. Kling, kling, kling. So, immer noch Kaffeemaschine. Also man hat uns wirklich fast nicht gehört. Und Unruhe. Und du kriegst im Normalfall, gerade bei so einem Dinner-Krimi, weil du ja zwischen den Leuten spielst, kriegst du so 1-2 Tische, kriegst du immer still. Und im Normalfall, wenn das alle mitkriegen, dass du 1-2 Tische still gekriegt hast, weil die irgendwie zum Labern gesehen sind, sind dann alle anderen auch still. Dort ist das Gegenteil, du hast eigentlich immer so ein Feuer nach dem anderen gelöscht. Du bist immer so von Tisch zu Tisch. Einer ist am Telefon gesehen, während wir am Auftreten gesehen sind. Und wirklich einfach so, ja, nein, da habe ich das und das und so. Dass ich ihr das Telefon aus der Hand genommen habe, gesagt, kriegt sie wohl, wir sind am Theater spielen. Dann habe ich aufgehängt und habe sie ihr wieder gegeben. Sehr schön. Eine Szene ist gesehen, wo der Kollege, die war 5 Minuten gegangen in die Szene, wo er so sagt, ich spiele den Polizist und sage so, jo, wer ist da verantwortlich? Und er sagt so, ja, das kann ich jetzt nicht sagen, das ist so, und so. Und so ein Hin und Her Katz-und-Maus-Spiel. Und dort sage ich so, jo, wer ist da verantwortlich? Und er sagt, Frau Capone, ich hole sie gerade. Einfach mal schnell abgekürzt gefunden. Das lernen wir jetzt auch aus. Und mir, also ich will sagen, ich frisse so Sachen auf, ich liebe so Scheiße. Ja. Weil ich habe dort schon gewusst, in 8 Jahren habe ich einen Podcast und werde dem KZ das erzählen. Nice, und ich finde das geil als Story an sich. Und die einen, die mitgespielt haben, 2 davon, die haben es nicht so geil gefunden. Die sind in der Pause am Heulen gesehen und haben gesagt, das sei das Respektloseste, was sie jemals erlebt haben in ihrer 20-30-jährigen Karriere und so. Und dann ist auch der eine, der es gebucht hat, der hat es natürlich toll gefunden. Weil es ja oft so für so Firmen anlässt, jemand hat die Verantwortung, das zu buchen und bucht das, was die Person toll findet und manchmal nicht bedenkt, findet das die anderen auch toll. Ja. Und hat dann auch gesagt, ich glaube, es macht nicht so Sinn, dass wir jetzt noch weitermachen. Dummerweise hat es aber noch einen Wettbewerb gegeben
wo man die Verlosung im Stück gemacht hat. Und dann haben die nochmal raus müssen, um die Verlosung zu machen. Und wie so oft, dann alle Mucksmäuschen still. Oh Mann. Mega gespannt am Zuhören. Und wo sie fertig gesehen sind, der grösste Applaus, den du wahrscheinlich jemals gekriegt hast. Oh nein. So, und dann ist die dritte Show, glaube ich, gar nicht gesehen, wenn ich es richtig im Kopf habe. So läuft es. Du bist der Gewinner. Du hast den schlimmsten Auftritt. Nein, ich finde, der zweite, was du erzählt hast, ist sehr geil. In einem Swisscom-Shop am Sonntag, das hat schon viel Sadness, muss ich sagen. Irgendwie schon. Weil bei den anderen ist ja eigentlich klar gewesen, dass das passieren wird. Es ist ihnen einfach scheißegal gewesen, weil sie schon am Mittag gesoffen haben. Ja, stimmt. Aber wenn du eben nicht mehr die quasi wie musst aufdrängen, weil es dein Job ist, aber es nicht deinem Naturell entspricht. Also außer du bist so einer, der auch sonst ab und zu... Ist Swisscom-Shop gehört am Sonntag? Ja, vielleicht nicht Swisscom-Shop, aber frag mich nicht, mal in eine Bäckerei geht und sagt, hey, ich habe euch ein paar geile Minuten über Brotpfanne. Dann sagen sie, kennen wir schon. Buh. Das ist ja nichts Neues, der von Mutzenbecher ist schon da gewesen. Ja, natürlich. Aber ich merke, dass irgendwie bei uns jetzt irgendwie so Handwerker mega schlecht wegkommen. Ich glaube, wir müssen irgendwie etwas Liebes über Handwerker sagen. Also, ich bin letztens im Fall... Tolle Erfahrungen mit Handwerkern gemacht. Total. Mhm. Also zum Beispiel letztens bin ich daheim gesehen und habe etwas gebraucht von einem Handwerker und die haben das geflickt. Mhm. Das ist mir auch schon mega oft passiert. Nee, ein bisschen Schiss, wenn ich jetzt irgendwie nicht lieb sage, dass wenn ich das nächste Mal einen Handwerker ordere, dass der findet, oh nein, ich habe den Podcast gesehen vom Joel, also vom JVM. Schon sehr realistisch. Total. Ja. Ja, über Umwege, weil er eigentlich wollte Felix Lobrecht live schauen. Ist aber auf den Podcast gekommen. Ja. Und dann findet er, nein, ich flicke jetzt das Zeugs nicht beim Ziegler daheim. Weil wegen einem schlechten Handwerker-Bashing. Jetzt. Darum, komm, wir können jetzt so irgendwie die Botschaft raus, alle Handwerkerinnen und Handwerker, die sind super. Ja, und zwar, weißt du was, jetzt habe ich gerade ein schlechtes Gewissen gehabt, aber so muss ich eigentlich sagen, die sind super, weil die sind ja nicht die, die dort gesehen sind. Das heisst, die dort sind scheiße gesehen? Nein, sind nicht scheiße gesehen, aber sind für die Situation nicht am angebrachtesten gesehen. Aber es würde keinen Sinn machen, wenn man jetzt etwas bucht für einen Handwerkerbude. Ja. Yeah. Und dann tun wir aber andere Leute, die gar nicht arbeiten haben, nur damit es angemessen ist. Ja, das stimmt natürlich. Das macht auch keinen Sinn. Aber die Schuld ist ja nicht bei den Handwerkern, sondern die Schuld ist ja bei der Person, die eben Menschen wie uns bucht für die Handwerker. Und im Swisscom-Shop hat es keine Handwerker gehabt. Also so schlecht können sie nicht werden. Oder solche, die einfach das Nattel gekauft haben aus Kunden. Das wissen wir nicht. Die haben aber nicht zugelassen. Ja, das kann natürlich sein. Item. Eben, Alte. Item sagst du auch gern. Ja, das ist ein gutes Wort. Ja. Item. Es gibt immer, es gibt Anyway-Lager und es gibt Item-Lager. Und du bist definitiv beim Item-Lager. Das heißt, glaub ich, anyway. Ich bin früher im selten, eigentlich nie. Ja. Ich bin früher im Anyway-Lager gesehen. Ja. Aber da haben sie zu wenig Betten gehabt, dort in dem Lager, und dann bin ich einfach ins Item-Lager. Das gefällt mir dort. Ja. Das verstehe ich. Was ist so dein Füllwort? Ich sage sehr oft Item und sehr oft Voila. Ja. Und etwa die Am. Ja. Gut, ein Freund von mir hat mal festgestellt, dass ich die ganze Zeit sozusagen sage. Sozusagen? Meistens am Schluss von einem Satz. Und dann habe ich das auch quasi sezieren für mich und habe mir überlegt, warum sage ich das immer. Und das hat natürlich mit einer absolut tiefen Unsicherheit von mir selber zu tun, dass alles, was man sagt, will man zwar sagen, man will es aber nicht als definitiv sagen. Und darum sagst du am Schluss sozusagen. Das heisst, weißt, ich finde das scheiße, sozusagen. Du tust immer alles, was du sagst, du tust immer ein bisschen abschwächen. Und darum habe ich mir sogar überlegt, ein Programm sozusagen. Ah, voilà. Zu nennen. Das wäre aber fast ein bisschen zu intellektuell. Und dann habe ich einen gefunden und gesagt, ach. Guter Titel, aber so ein bisschen zu. Ist mir definitiv zu hoch. Ich kann dem nicht gerecht werden. Weil, das habe ich aber schon festgestellt, ich habe mir dann, weil ich mal die Idee gehabt, ein Programm darüber zu machen, mit dem Wort ein bisschen auseinandergesetzt. Und sozusagen ist ein Wort, das du nie mit etwas Positivem zusammenbringst. Also, du tust wirklich alles abschwächen.
Ja, sehr etwas. Alles, was du sagst, was nachher sozusagen dazukommt, mach schwächer damit. Also du sagst ja, heute, das ist der beste Podcast, den ich bis jetzt gemacht habe, sozusagen. Ist schon scheiße, oder? Ja. Oder wenn du jemandem sagst, ich liebe dich, sozusagen. Das würde ich nicht machen. Eben? Also, das ist wie wenn du sagst, ich liebe dich. Das kommt im Fall sehr schlecht an. Sehr schlecht an. Mit ganzen Füßchen und genau. Einem bestätigenden, natürlichen Blick. Genau. Du kannst auch, was auch gut ist, wenn du so seufzt dazu, ich liebe dich. Du hast die Augen rollen. Ich liebe dich. Ja. Bei dir ist es natürlich noch besser, weil du hast natürlich dort die Linie klar, oder? Da sieht man noch besser. Es ist eigentlich ist das wie so eine Bühne für deine Augenbrauen, wenn du das schön durch... Nein, bei mir ist es eben ein Vorhang. Du hast viel mehr Bühne. Vorhang. Nein, ich habe einen Vorhang. Ich könnte das dort so abdingseln, aber du kannst nicht... Gut, ich weiß nicht, wie es aussieht, wenn du keinen Föhn und Gel und... Spuck, keine Ahnung, was tust du alles drin? Ein bisschen Mayonnaise. Gel, stimmt, ja. Du musst ja zuerst in einer Brotpfanne zuerst zusammenmischen. Und zwar Vaseline-Gel. Okay. Und meistens noch ein bisschen Asbest. Asbest, das Best. So. Anyway. Asbest ist immer besser als Asworst. Usworth, wie so ein mega schlechter britischer Netflix-Schauspieler. Was ist der Usworth? James Usworth. James Usworth. Ja, was auch nicht. Du meinst also ein vagender Benedict Cumberbatch. Ja, genau. Aber genau. Es ist der James Usworth. Ja, voll. Ja. Aber vielleicht ist er mega underrated. Vielleicht in ein paar Jahren kommt er mit einem mega Hit. Keine Ahnung, das Ende der Brotpfanne oder so. Mhm. Und ich finde es, hey, ist das gesehen, das neue Black Mirror. Anyway. Item. Item anyway. Das tun wir so ein mega schlechtes Influencer-Model. Item anyway. So 15-Jährige aus dem Tourgau, wo irgendwie so wo? Selfies macht. So, nein, hallo, nein. Das ist Item anyway. Wo so scheiß Gedicht. Postet. Poetry Slam? Nein, nicht Poetry Slam, okay. Sondern mehr so. Du hast gesagt, scheiß Gedicht und dann kommt mir gerade Poetry Slam. das ist meine erste Assoziation. Scheiß Gedicht. Oh, was? Auftritt? Wobei, natürlich, Poetry Slam gibt tolle Gedichte übers Scheiße im Poetry Slam. Das stimmt. Und werden dann eben in der Kleinkunst und bei der Kulturkommission als grosse Leistung angesehen, im Gegensatz zu einem, der als Stand-up auf die Zeit, beim Schiessen, hat das weh gemacht. Jetzt habe ich so ganz ein Mühe für Bitterung rausgehört. Nein, das ist ein gewisses Drama. Es ist ja eigentlich ein Diss zu Stand-up gesehen. Weil man kann... Nicht das, aber nein, eigentlich gegen so die 50-jährigen Lehrer. Dass nein, das ja nicht buchen, so, gegen die Kulturkommission. Ja, stimmt, ja. Aber das ist identisch. Ah, sind die in der Kulturkommission? Ja, die sind Publikum und Kulturkommission. Ah. Also eigentlich ist der Diss gegen die Kulturkommissionen oder eben die Lehrer, dass sie die Schönheit vom Toilettengang in der reinsten Form in der Stand-up-Performance nicht können wertschätzen können. Einfach so etwas Schönes, Simples, nein. Natürliches. Ich kann es nachvollziehen. Weil im Stand-up eben über das Schiessen reden, dass es dann noch hoch angesehen ist. Aber das Ironische ist, dass du nicht Stand-up kannst machen auf der Toilette beim Schiessen. Du musst eigentlich Sit-Down. Sonst... Doch, in Frankreich kannst du das. In Frankreich kann man das? Ja. Wieso in Frankreich? Wenn die einfach so stehende... Hast du die noch nie gesehen? Ich weiß es nicht. Also ich bin auch schon in Frankreich gesehen. Die Stehtoilette, so eine Raststätten-Toilette, wo du nur die Henkel hast und du hast gar keine Schüssel, sondern du hast dann einfach unten das Loch. Habe ich nicht gesehen. Schade, dass ich es verpasst habe. Irgendwie. Ja, aber wirklich. Also das klingt nach... Ja. Das war's. Voilà. Ja. Also doch Stand-up. Mir kommt gerade nur mal plötzlich mit Slam in Sinn. Weil Slam ist ein Schleudern. So. Noch besser. Im Stand-up kannst du richtig slammen. Was würde echt Item Anyway dazu sagen? Nachher mache ich so ein Fake-Instagram-Profil, Item Anyway. Das ist jetzt mein Influencer-Name. Oh, das ist geil. Schon, oder? Hey, Freunde von mir haben mal, das ist aber noch gesehen, wie hat das geheißen? Festzeit. Festzeit ist recht Nordwestschweiz belastet gesehen, so ein Partyportal.
Und zwar wirklich noch, bevor es Facebook gegeben hat, hat es das schon gegeben. Es ist gesehen wie Tillet eigentlich. Okay. Es hat Partyfotos gegeben, aber du hast auch ein Profil kreieren und dann, ja. So. Das ist und, wie ein StudiVZ, hat es auch noch gegeben. So. Genau. Auch das so, vor Facebook. Und Freunde von mir haben ein Profil kreiert mit so einem unbekannten Ami-Schauspieler, der eben so College-Film gesehen ist und so und unglaublich gut ausgesehen hat. Einfach blond, mit einem Kiefer, wirklich von... Mit einem Kiefer? Ja, mit einem Kiefer. Hat alles gehabt, was braucht. Breite von einer Zweizimmerwohnung, der Kiefer. Weißt du, so richtig markant. Und das Bild ist dann auch noch, das Profilbild ist dann wirklich auch noch gesehen, wenn er so irgendwie am einen Finger so ein bisschen lutscht. Und wie haben sie ihn genannt? Der, eben nicht der Hexer, aber irgend so etwas. Und du hast können dazu schauen, wie das Profil wirklich fast explodiert ist, der Posteingang mit jeden Tag 15 neuen Nachrichten, mit einfach so, hey, wie geht's? Was machst du? Weil niemand auf die Idee gekommen ist, mal vielleicht die drei Bilder, die es gehabt hat, wo er irgendwie Lacrosse spielt, seine Finger im Maul hat und an einem kalifornischen Strand liegt. Alles gleichzeitig. Lacrosse-Finger-Strand. Aber es ist lustig, ich habe dem auch geschrieben, das mag ich mich erinnern. Schon, gell? Wie ja. Hat er geheißen? Nicht der Hexer, sondern? Der Magier. Der Magier, genau. Ich habe ihn nicht geschrieben. Ich habe ihn angerufen. Nein, aber ich glaube, damals ist glaub, das Bildersuchen noch nicht so gut gewesen. Weil heute kannst du es einfach quasi bei Google ja. Das Bild... Aber ich glaube, damals hast du das gar noch nicht so können, ich weiß gar nicht. Hast du mal Catfish gesehen oder so eine sonstige MTV-Serie, die es mittlerweile gibt? Wo sie so Ghosting gibt es noch und all das Zeugs. Nein, ich habe davon gehört, aber ich habe es nicht. Sie tun zum Beispiel Profil aufstöbern, weil ja. jemand hat zum Beispiel bei Catfish haben sie die Vermutung, die Person ist gar nicht die Person, die sie vorgibt zu sein. Nein. Mhm. Und bei Ghosting ist, die Person hat mich ghostet, meldet sich nicht mehr, aus dem Nichts. Sehr adäquater Titel für eine Sendung. Okay. Sie heißt Ghosting ja. Und es geht ums Ghosten. Ja, und genau. Catfish... Ist nicht so adäquat, wenn man nicht weiß, was der Begriff Catfish ist. So. Aber viel gut Podcast. Ist sehr. Ich fühle mich recht. Schon, gut, oder? Ja. Auf jeden Fall bei diesen Sendungen. Ich weiß jetzt auch, warum man nicht viel super Podcast heisst. Aber ist gut. Es ist sehr schön, dort zu sein. Stimmt wirklich. Also, Kaffeeschwein. Catfish. Mhm. Ich traue mich fast nicht mehr, etwas zu sagen. Nein, mach mir sorry, ich habe das völlig... Nein, alles gut. Das ist jetzt sehr schlecht überkommen. Hey. Super. Hairline. Das war auch gut. Wie Caroline, Hairline. Du inspirierst mich mega, das finde ich gut. Das ist, ist schön, wenn ich das in dir ja, das ist. Die Frage ich werde nie mehr können, auf wie heißt Utterkulm. Was ist das? Uetliberg? Ja. Yeah. Ich werde immer die Story... Wir müssen da denken, von den Orks, was ist so? Walking Dead Orks, Handwerker. Mm-hmm. War ja super sein, Handwerker. Absolut. Ja. Genau. Item. Ja, du hast aber eine Frage. Ich weiß nicht, was gegangen ist. Catfish. Der Magier. Catfish. Genau. Nein, was ich eigentlich wollte sagen, was dort erstaunlich ist, dann machen sie immer die Bildersuche. Ja. Aber die Person, die sich bei ihnen meldet, die ja die Sendung schon 100 Mal gesehen hat, ist selber noch nie auf die Idee gekommen, vielleicht einfach zuerst mal eine Bildersuche zu machen. Sondern sie meldet sich dann gerade bei einem ganzen Kamerateam und sagt, ich habe das Gefühl, die Person ist nicht die, die sie vorgibt. Und dann kommen sie so und sagen, okay, warte, wir machen mal eine Bildersuche. Dann nehmen sie das Profilbild und sagen, ah ja, schau mal, das Bild gibt es 37 Mal bei allen möglichen Profilen. Mega der Erkenntnis. Genial. Ja, ja. Definitiv. Frag du etwas, wo du nachher willst beantworten. So wie beim schlimmsten Auftritt. Ah, stimmt. Oh, jetzt hast du mich aber... Aha. Du bist auf Tour, habe ich gehört. Das ist lustig, weil ich bin auf Tour. Ja. Und aber nicht allein. Nicht allein. Mhm. Nehmen wir im Sammelblatt. Die Gagen sind ja so hoch. Die Gagen sind so hoch, weil man nicht weiss, woher. Darum haben wir auch 20, 80, ich bekomme 20%. Und der Pianist, er ist eben Jazzer, eigentlich Jazzmusiker. Ja. Und ich musste ihm zuerst mal so beibringen, was Geld ist. Der hat das gar nicht gewusst. Er hat bis jetzt immer nur Gegenstände getauscht. Ganz genau. Ja, ja. Also irgendwie so... Brotpfanne. Brotpfanne. Und das Brot drin. Ja. Und Mehl und so weiter. Nein, wir sind auf Tour. Gute Frage.
mit dem Programm, es heisst Geschickt. Mhm. Und es geht um Briefe. Checkst Geschickt. Das ist, und es geht um? Es geht um Briefe und Kommunikation. Genau. Und ein sehr antiquiertes Thema, könnte man meinen, aber es ist sehr jugendlich und modern verpackt. Meistens kommen sie unterwegs und vor allem bei Kulturkommissionen und bei 50-jährigen Lehrerinnen und Lehrern, das stimmt wirklich. Aber es macht Spass. Mhm. Und die Homepage, hast du noch wissen, genau. Kira-Ziegler.ch. Ja. Dort sind wir drauf. Super. Du bist auf Tour. Jetzt wirklich. Noch viel knapp. Gut. Ja. Wann kommt es neu? Im Herbst. Und ist jetzt, du machst Tryout in Alten. Yes. Man kann schauen. Das ist abmixbar. Yes. Am 27.09. irgendein Datum gesagt, keine Ahnung. Aber es wäre hure cool, wenn es der 27.09. wäre. Du bist nicht so fern. Echt? Aber es ist nicht der 27. Es ist... So, schau doch schnell nach. Ich bin dran. Ich bin dran. Warte schnell. Nein, das ist sogar auch nicht... 22. Wow, nicht schlecht. Ich habe effektiv ins Blaue. Was hast du gesagt? 27. glaube ich. Das war der Sonntag gewesen. 22. Ja. Es wäre absurd am Sonntag, das Alte. Auch Dienstag ist schon spannend. Ja, Dienstag ist... kann man machen. Mhm. Ja. Schon, oder? Ja, ich glaube schon. Nice. Ich würde so eine Schriftzug JVM und unten nicht die Werbeagentur. Fände ich super Schriftzug. Mega. Es ist sicher auch sehr effizient. Ja, das stimmt. Mhm. Zum Aufstellen brauchst du einfach mega lang. Und einfach es sind immer einzelne Buchstaben. Ja, so. Da kann ich einfach gerade Joel von Mutzenbecher aufstellen. Das stimmt. Aber es gibt nicht eine Werbeagentur, die auch Joel von Mutzenbecher heisst. Nein. Nur JVM. Zum Glück nicht. Gut. Wie viele Kilian Ziegler gibt es? Weißt du das? Es gibt ein paar in der Schweiz. Ich glaube, es 2 oder 3. Der eine ist irgendwie Tontechniker oder so. Wirklich? Ich glaube es. Wieso und, nimmst du den nicht mit? War doch mega lustig. Kilian Ziegler und Kilian Ziegler. Ja, das stimmt. Irgendwie schon. Und dann sagst du am Schluss, und ich bedanke mich bei der Technik am Kilian Ziegler. Und alle meinen, und also, du hast auch noch Technik ja, genau. gemacht. Das ist eine gute Idee. Und es gibt noch, in Deutschland gibt es einerseits einen Fußballschiedsrichter, ja. Was nicht einer gewissen... Den kenne ich. Ja. Ja, klar, das ist der mit der Karte. Genau. Und der Pfeife. Ja, ja. Also 2 Karten hat er. Er hat sogar noch eine dritte, wo er etwas aufschreibt. Ja. Ohne Scheiß. Ja, ja. Er hat sich mega verbessert. Ja. Der hat lange Zeit nicht Karriere-Karte. Und es gibt einen Violinist aus den Deutschland. Den kenne ich natürlich auch. Ja. Ja. Und mit dem gehe ich auf Tour. Mhm. Und ich wollte eigentlich, mein Ziel ist, dass ich nur Kilian Ziegler im Programm habe, im nächsten. Und ich, also Violinist ist klar, der macht Musik. Tontechniker ist klar, der mischt ab. Aber ich weiss noch nicht, wenn ich den Fußballschiedsrichter einbaue. Der Pfiff denkt Pause nach. Stimmt. Und bei einem Witz, wo man nicht genau weiss, aber lustig ist er nicht, macht er den Videobeweis. Genau. Und dann so, nachher geht es so schauen, dann kommt es zurück so. Lustig. Hey, super, grossartig. Und hinten, weil es natürlich, was haben wir jetzt gesagt, weil es 3 KZ sind, es einfach KZ, KZ, KZ. Mhm. Das ist wie ein mega schlechter Techno-Song. Gerade wollte ich sagen, dann meine die Leute, es ist ein Rave. Also wir können natürlich auch Buchstaben anders anordnen, aber das ist auch nicht besser, das ist einfach KKK, ZZZ. ZZZ, ja. Das ist auch nicht gut, so gut. Das könnte ja dann auch ein Schlaf sein. Ein Schlaf? Stimmt. Hm. Oder ein altes Modem, das ins Internet will. Dann fällt aber hinten noch... You've got mail. Dann fällt hinten noch Bim Bum, Bim Bum, Bim Bum. Ja, das stimmt. Aber Bim Bum ist eine sehr schwierige Initiale, zum Leute zu finden. Das ist Bim Bum. Ist jetzt mega rassistisch, weil ich sage, wir müssen die Asiatischen umschauen. Bim Bum. Ich glaube, es ist nicht rassistisch. Ich bin froh, dass ich es nicht gesagt habe. Nein, ich glaube, es ist nicht rassistisch, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man im asiatischen Raum ein Bim Bum findet, ist grösser als im europäischen Raum zum Beispiel. Oder vielleicht auch im... Wo beim Kanton Solothurn, das Grenchen zum Beispiel... Da gibt es, glaube ich, schon gewisse... Also gerade Bum ist ein sehr häufiger Nachname im Grenchen. Gut, und Hipster nennen sich jetzt auch gerne ironischerweise Bim Bum. Das stimmt. Ja. Ich frage mich, ob wir den Tiefpunkt schon erreicht haben. Wir sind sehr nah dran. Also ob wir es noch ein bisschen rauszögern. Tiefer kann man immer gehen. Ist das so? Ja, keine Ahnung. Das ist irgendetwas, was ich jetzt nicht möchte, irgendwie tätowieren. Das ist so... Auf den Fuß. Tiefer kann man immer gehen.
Und ich kann mir so einen Fußballschiedsrichter zeigen. Hey, look. Ausserrist. Hast du gewusst, dass wenn man... Das ist ein super Übergang. Es kommt, ja wirklich, jetzt kommt ein absoluter Fun Fact, dass wenn du dir die Ferse tätowierst, dass das der einzige Ort ist am menschlichen Körper, wo das Tattoo verschwindet. Ohne Witz? Ja, wegen der Haut, die sich dort irgendwie regeneriert und das dann irgendwie abstoßt mit der Zeit. Außer du hast so ein Kaugummi-Tattoo-Ding, das hinterher machst, dann bleibt es. Das sind umgekehrte Vorzeichen. An jeder Körperstelle geht das Kaugummi-Tattoo geht weg, oder? Außer an den Fersen, weil es findet, hey, das ist ausgleichende Gerechtigkeit. Weißt du, was ich jetzt? Das habe ich mega lange überlegt, denke, wieso will der ein Tattoo von einem Kaugummi? Ja, an der Ferse, weißt du, weil du dort immer auf den Kaugummi stehst. Aber du denkst hast, zu weit. Du hast gemeint, die ja, wollen schnell... Ja, weißt du, genau, so die Einweg-Tattoos. Ja. Ja, ich habe gerade gemerkt, du sagst, ich denke zu weit, ich habe das Gefühl, ich bin dumm. Ich würde nicht sagen dumm, ich würde... herausgefordert vielleicht. Nein. Psychisch oft herausgefordert. Ja, ja, einfach... so im Alltag. Ich finde so die Euphemismen finde ich super, so irgendwie intellektuell innovativ. Oder irgendwie so, oder... Das ist fast gut, aber irgendwie so verhaltensinnovativ finde ich sehr schön. Mhm. Einfach heisst, ja, nicht ganz big. Oder so. Eine schöne Beleidigung, du bist doch eine Brotpfanne. Das muss ich durchsetzen, irgendwie. Du bist doch eine Brotpfanne. Das wäre auch so eine, man weiß nicht genau, ist es gut, ist es nicht gut. Es ist halt neu, oder? Muss man es erst herausfinden. Hure Brotpfanne. Ja. Aber es geht eben nur auf Baseldeutsch. Nein, eben nicht. Das, eben nicht. Das Brot, stimmt. Die Brotpfanne mit dem Brot geht ja in jedem Dialekt. Ja, das stimmt. Aber so eine Doppeldeutigkeit zwischen Brot und Brot. Ich würde sagen Brotpfanne. Mhm. Es gibt ja Deadpan-Comedy und das war ja dann Breadpan-Comedy. Was ist Deadpan-Comedy? Deadpan ist, wenn du wirklich so absolut furztrochen die Zeugs ablieferst. Also Deadpan-Delivery ist, ohne die Miene zu ziehen. Was war denn Breadpan? Das ist das, was wir jetzt mittlerweile machen. Okay, Breadpan Comedy. Ja. Es ist eine eigene Liga, man muss es sagen. Es ist einfach. Warte. Das war auch ein schönes Plakat. Breadpan Comedy. Und vorne drauf war der Brad Pitt. Breadpan. Der Brad Pitt. Das ist ein Brot mit seiner Frisur. Oh, das ist ein Brot, so ein längliches, so ein Toastbrot mit einem Sixpack. Fand ich auch schön. Ja. Yeah. Ich kann sagen, ich habe so ein Bit vorbereitet. Mhm. Und man schreibt es wie Pit. Das ist der Tiefpunkt. Jetzt haben wir es geschafft. Herzlich willkommen. Hey, du machst ein Bit über Brot und darum ist es ein Brad Pitt. Jetzt ist nicht viel gut, jetzt ist viel super. Jetzt hat auch der Kaffee Lutz angefangen zu wirken. Definitiv. Du hast ihn aber schon lange nicht mehr ausgeleert. Das finde ich ein bisschen schade. Du bist so deine Linie nicht mehr treu. Ich kann jetzt zum Schluss. Ja, bitte. So. Hey. Ist das jetzt Kunst? Oder ist das noch Kaffee? Es ist keine Kunst, weil man kann es anlängen. So. Jetzt hast du den Wert geschmälert. Oder weil du natürlich einfach, weil du dich gelenkt hast. Ja. So nennen wir das nächste Buch. Ist es schon Kunst oder ist es noch Kaffee? Kaffeekunst. Kaffeekunst? Mhm. In der Hauptrolle der, was haben wir gesagt, Deadpan Pit. Dead Brad Pan. Jetzt können wir ein bisschen von der Frage abkommen. Schon lange, Aber weißt du was, ich finde das auch wunderbar. Ich habe das Gefühl, wir kreieren irgendwann einen eigenen Podcast für... Ich glaube es auch. für die Brad Pan Comedy, die wir hier die ganze Zeit machen. Total. Und schaut das nächste Mal wieder ein mit unserem nächsten Gast, Item... Anyway. Die Influencerin aus dem Toggenburg, nein, aus Fraufeld. Und sie redet über ihre neueste kontroverse Show namens Mailand. Damit wir das auch noch drin haben. Ganz genau. Ja. Und als Giveaway gibt es Mailänderli. Sehr schön. Mhm. Finde ich super. Besser als Thailänderli. Was sind Thailänderli? Ich möchte jetzt nicht drauf eingehen. Ich auch nicht.
Kilianziegler.ch, hast du gesagt? Ganz genau. Ja. Oder jvm.org. Genau. Dort findest du ganz gutes Zeug. Ich glaube es. Dann weiterhin viel Erfolg. Danke, bist du da gewesen. Sehr gerne, danke für die Einladung. Und ich glaube, jetzt lässt nicht mal mehr meine Mutter. Das tut mir wirklich leid. So. Hey, danke vielmals. Hey, danke dir. Sorry, jetzt für den scheiß Lachen. Das war lustig. Das war lustig. Wie lange haben wir jetzt insgesamt? 53 und 46, das sind 1,70. Das war etwas. Ja.